willkommen zum Tagespunkt 10, Aufnahme von 30 Geflüchteten in Flensburg. Dort liegen als Ursprungsvortrag der HA 19-2020 als Antrag der SSW-Fraktion vor, als erste Ergänzung die HA 19-2020, erste Ergänzung halt als Antrag der SPD-Fraktion und die zweite Ergänzung als Antrag der CDU-Fraktion. Und ja, ich denke, dass da Wortmeldungen gewünscht sind. Herr Brok, bitte, für den SSW. Ja, danke schön. Frau Korn für die SPD, bitte. Schön. Weil wir finden, dass in den Flüchtlingscamps hier in den
Flüchtlingseinrichtungen in Flensburg gute Arbeit geleistet und die AWO, die Arbeiterwohlfahrt als Träger vor Ort, die können am besten beurteilen, welche Bewegung ist in den Unterkünften, wie viele Leute kommen an und wie viele Leute können wir im Prinzip unterbringen. Auch die Zustände auf den griechischen Inseln, als Begründung muss ich da nicht weiter eingehen. Philipp hat es genannt. Wir sind der Meinung, dass man auch in Zeiten der Corona-Pandemie möglich sein muss, um Werte einzuhalten und in diesem Zusammenhang begrüßen wir natürlich auch die Bereitschaft der Landesregierung, 30 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufzunehmen, aber das ist ja getrennt von unserem Auftrag, von unserem Antrag, denen gegenüberstehen, im Prinzip da Tausende von Schutzsuchenden, die nicht aufgenommen werden sollen. Und wir möchten halt auch ein Signal setzen und eine Anzahl Flüchtlinge aufnehmen. Als unsere Ergänzung entstanden ist, waren die Unterkünfte ziemlich belegt. Das kann sich in der Zwischenzeit geändert haben. Im Moment kommen ja wenige Flüchtlinge an. Es kommen kaum aus dem Landesaufnahmeprogramm 500. Da hat man mir gedacht, da ist jetzt aber im Moment ein Stopp, weil es keine Flüger aus Ägypten gibt. Auf der anderen Seite werden wohl Geflüchtete aus den Landesunterkünften wieder zurückgeführt. Also es ist ein ständiges Kommen und Gehen. Und deswegen fanden wir, dass die AWO mit eingebunden werden sollte. Bei der Frage, wie viele Flüchtlinge können die aufnehmen, können es 30 sein, können es mehr sein. Ich muss mich jetzt noch einmal für diesen Begriff, ja, was heißt nicht entschuldigen, aber ich habe hier geschrieben, wir müssen, können wieder enger zusammenrücken. In den letzten Jahren sind in den Unterkünften ja praktisch die Flüchtlinge weiter, also ausgedehnt verteilt worden und es sind nicht mehr in drei Zimmern einer Wohnung jeweils vier Flüchtlinge, sondern eine Familie, die oftmals auch schon 4 Jahre vor Ort ist, hat eine ganze Wohnung zu nutzen und das muss man ja dann wieder praktisch enger zusammenziehen und dafür finde ich, braucht es ja Rücksprache der Leiterin und Leiter der Unterkünfte. Und wenn wir Flüchtlinge aufnehmen, ist es auch unter Umständen nötig, dass der Personalschlüssel erhöht wird und mehr Infrastruktur geschaffen wird. Und von daher heißt es ja bei uns, dass wir eine Finanzierung dann auch brauchen werden, um den SSB-Antrag entscheiden. Ja, das ist soweit, was ich sagen wollte. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Mir liegt noch eine Wortmeldung vor von Ratsherr Clemens Schmidt, aber zuerst möchte ich Herrn Ratsherr Arne Rüstemeyer die Möglichkeit geben, für die CDU zu sprechen. Herr Staatspräsident, wir hören jetzt gar nichts von dem, was am Redner zurückgesprochen wird. Dafür hören wir Sie denn. Ja, das ist doch, was ist nun wichtiger? Ja, für die also als Pädagoge bin ich für die Technik nicht verantwortlich, aber vielleicht lässt sich das regeln. Wer? Wie bitte? Okay, gut, wir arbeiten dran, wie es so schön heißt. Danke, Kai. Herr Stadtpräsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielleicht spreche ich so, dass es hinten ankommt. Ich versuche es zumindest. Meine Damen und Herren, eigentlich wollte ich nicht sagen, weil alles in unserer Begründung steht, unseres Antrags und des unserer zweiten Ergänzung, die relativ spät gekommen ist. Allerdings muss ich auch sagen, dass wir uns sehr schwer getan haben, damit zu sagen, was wollt ihr eigentlich hier? Jetzt haben wir bei beiden Anträgen, sowohl vom SSB als auch von der SPD, nicht hundertprozentig verstehen können. Denn wir haben als Flensburg, als Stadt Flensburg, eine bestimmte Aufgabe, nämlich hier Integration vernünftig auf die Wege zu bringen. Menschen, die uns geschickt haben, aufgrund Bundes- und Landesgesetze hier aufzunehmen, sie zu integrieren und dafür zu sorgen, dass sie vernünftig unterkommen. Das ist unsere Aufgabe und für die müssen wir uns voll und gänzlich einsetzen. Es ist unsere Aufgabe, dass Integration gelingt und dafür haben wir gute Infrastruktur, dafür haben wir gute Organisationen, die hier vor Ort gute
Wir haben vorhin den Rundtisch Migration gelobt für zehnjähriges Bestehen. Die leisten ihren Beitrag dazu, dass es funktioniert in Flensburg. Und wir haben im Großen und Ganzen sehr, sehr gute Erfahrungen mit der Integration gemacht. Jetzt kommen zwei Fraktionen daher und sagen, 30 wollen wir nochmal oben drauf dazu holen. Warum sage ich das so lapidar, weil es nichts anderes ist als lapidar im Würfel, einfach mal zu sagen, oh, mir fällt gerade eine schöne Zahl ein. Und Philipp Bock hat mich eigentlich dazu ermuntert, hier noch nach vorne zu gehen, weil er diese Zahlen wirklich einfach nur durcheinander würfelt. Was sind denn diese 30, die das Land angeboten hat? 30 unbegleitete Minderjährige. Das würde für die Stadt Flensburg bedeuten, das steht ja nicht im Antrag drin, aber würden wir 30 unbegleitete Minderjährige hier in Flensburg aufnehmen, wäre keinerlei Kostenerstattung des Landes oder des Bundes geklärt, sondern wir müssten 5.000 bis 6.000 Euro pro Monat in diese Aufnahme stecken, die ganz besonders intensiv sein muss, weil es Jugendliche sind, im Übrigen im Moment, ich glaube, eher Männer, junge Männer, die kommen. Das hat man sich, glaube ich, auch anders vorgestellt, als das Programm mal angegangen ist. Aber es sind in erster Linie Kinder und Jugendliche, die ganz besondere Betreuung brauchen. Das heißt, die kann man nicht in eine leere Unterkunft packen, sondern die brauchen Familie, die brauchen Fürsorge, die brauchen eine Einrichtung, die sich ordnungsgemäß um sie kümmern kann. Und das sind besonders teure Fälle. Das heißt, würden wir sagen, 30 Kinder und Jugendliche, dann wäre das etwa 1,8 bis 2,2 Millionen Euro, die wir bezahlen müssen und wo wir dann auch sagen müssen, wo soll es denn eigentlich herkommen. Dann hat Herr Hoch irgendwas gesagt von, wir würden jubeln, dass da 96 Leute von weiß ich woher kommen. Es sind zugesagt von der Bundesregierung 1.000, jenseits dessen, was sich auf europäischem Rahmen ansonsten vereinbart wurde. Es ist nämlich nichts vereinbart. Und das ist doch die Krux. Wir brauchen eigentlich eine europäische Lösung für Solidarität. Wir brauchen Europa dafür, dass Flüchtlingen geholfen wird, und zwar europaweit. Und wenn wir als Bundesrepublik Deutschland 1.000 Flüchtlinge aufnehmen, und das Land Schleswig-Holstein übrigens 500 aus Kairo, das ist ja angeführt worden, die jetzt leider nicht hier ankommen können, weil eben Corona uns dazwischen bricht, dann ist es doch ein gutes Signal. Und das darf man auch mal loben, dass wir hier gut davor sind, und man sollte kritisieren, dass andere dem nicht nachfolgen und das nicht nachziehen. Also bitte, wo sind wir denn? Bitte lassen Sie uns. Bitte lassen Sie uns auf das konzentrieren, was unsere Aufgabe ist, unsere Verantwortung, und lassen Sie uns das gut machen. Und deswegen werbe ich für die zweite Ergänzung. Vielen Dank. So, es liegen jetzt für die nächste Runde drei Wortmeldungen vor. Ratsherr Schmidt, Bündnis 90 Die Grüne, Ratsherr Justus Kleber, SPD und Ratsherr Bog von SSW. Und dann schauen wir mal weiter. Handeln gemacht werden können. Und ich finde, wir
Dank. Ja, bevor ich loslege, vielen Dank erstmal, dafür, dass Sie jedes Mal wieder vielleicht auch ein Applaus wert. Ich habe mich mal gemeldet, weil es darum ging, was wir für ein Signal senden sollen, worum es hier geht. Und es geht tatsächlich nur um ein Signal, und viel mehr kann es aus der Stadt heraus nicht gehen. Wir würden in der einen oder anderen Situation vielleicht gerne mehr machen, aber uns sind dann nur als Kommune ein Stück weit in den Grund. Es geht um ein Signal und mehr als dieses Signal, das sozusagen Ihre Fraktion sendet. Ihre Fraktion sagt, der Ministerpräsident ist super, das dürfen Sie auch sagen, ist auch alles richtig, aber das reicht uns. Wenn wir darüber sprechen, dass Sie mit dem Aufnahmeprogramm 500, sozusagen nochmal extra 500 Menschen nach Schleswig-Holstein holen, dann würde das für die Stadt Flensburg sozusagen 16 Fälle bedeuten. Bis 2024. Und das ist, wenn wir uns mal angucken, was in den Flüchtlingslagern die Moria los ist, das kann nicht der Anspruch auch an der Stadt sein. Und natürlich auch das, was auf Landesebene und Bundesebene beschlossen wurde, kann auch nicht der Anspruch sein, dessen, was wir eigentlich wollen. Wir wollen natürlich eine europäische Lösung, aber genau deswegen müssen wir immer wieder versuchen, dass wir als Stadt, als Kommune, als Menschen hier vor Ort, die sich bereit erklären, Menschen aufzunehmen, diese Signale zu senden. Wenn wir das nicht senden, geraten diese Themen in Vergessenheit. Genau das passiert im Moment, weil wir viele andere Themen haben, die national von großem Interesse sind. Und deswegen war es uns umso wichtiger, nochmal diesen Antrag zu stellen, eben nicht zu binden an eine feste Zahl, die wir irgendwie aufnehmen wollen, sondern ihn daran zu binden an die Maßnahmen, die wir haben, auch an die Verfahren, die es gibt, natürlich nach den Schlüsseln zu verteilen, natürlich solidarisch zu verteilen, aber trotzdem das Signal zu senden, wir als Stadt Flensburg sind bereit. Vielen Dank. Dankeschön. Und dann nochmal Ratsherr Burg, bitte. Ja, danke schön. Ich mache mal einen Vorschlag. Ich wollte ohnehin, da wir jetzt fast 2 Stunden rum haben, mal eine 10-Minuten-Pause einlegen und würde dann die 3 Antragsteller, sofern sie denn mögen, bitten, mal zu schauen, ob sie möglicherweise irgendwie zusammenkommen, dass wir daraus einen gemeinsam oder vielleicht nur noch 2 Anträge haben, die wir dann hinterher zur Abstimmung stellen können. Denn durch alle Anträge durchzieht sich, dass Flensburg ein positives Signal senden möchte, Flüchtlinge aufzunehmen in diesem Rahmen. Und vielleicht kommt man da ja zu einer einheitlichen Lösung. Also insofern,
je nachdem, auf jeden Fall jetzt erstmal 10 Minuten Pause bis 5:05 und dann möge man mir Bescheid sagen, ob über alle drei Anträge abzustimmen ist oder ob es dort irgendwie Kompromisse gibt. Dankeschön. Wir sollten kein Signal absenden der Diskussion um Nuancen und Kleinigkeiten. Und deswegen haben die drei Fraktionen, die Anträge vorgelegt haben, sich in der Pause zusammengesetzt und den Vorschlag gemacht, das miteinander zu kombinieren, was hier kombinierbar ist. Und die Lösung sieht so aus, dass wir die Texte des SSW und der SPD kombinieren, wie stelle ich gleich nochmal vor, und dem Wunsch der CDU entsprechend zu sein, diese Fixierung auf die Zahl 30 aus dem gemeinsamen Beratungspaket herauszunehmen. Das würde bedeuten, dass wir dann, wenn die Versammlung dem Vorschlag folgt, wir Folgendes beschließen. Ich beginne mit dem SPD-Text. Die Stadt Flensburg bietet Bund und Land an, Geflüchtete aus den völlig überfüllten griechischen Auffanglagern aufzunehmen. Hierfür beauftragt er die Oberbürgermeisterin, die Aufnahmebereitschaft der Stadt Flensburg der Landesregierung anzuzeigen und auf eine Lösung der Situation in den Camps in Griechenland zu drängen. Dann geht es weiter mit dem Text des SSW. Die Stadt Flensburg teilt dem Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein, Daniel Günther, mit, dass Flensburg umgehend, keine Zahl, Geflüchtete in Flensburg aufnehmen will. Abgeschlossen wird der Beschlusstext dann mit dem Hinweis, dass die Arbeiterwohlfahrt als Träger der Flüchtlingsbetreuung einbezogen wird, den Sie kennen Sie aus dem Antrag. Das ist sozusagen der geeinte Vorschlag und ich fände es gut und schön, wenn eben dieses klare, deutliche Signal der Gemeinsamkeit im Streiten für Menschlichkeit, dass dieses Signal abgesendet wird. Vielen Dank. Ja, für diesen Schulterschluss, für diesen Vorschlag bin ich außerordentlich dankbar. Bevor wir zur Abstimmung kommen, habe ich auch noch eine Wortmeldung von Frau Ritter. Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ist nicht so doll, das Mikro. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Saal und zu Hause an den Fernsehgeräten, schön, dass wir jetzt tatsächlich hier nur noch eine Vorlage liegen haben, das begrüße ich sehr. Aber ich möchte auch noch mal ein paar Worte über das Schämen verlieren. Europa schämt sich nicht darüber, dass es sich nicht einigen kann, diese Lager in Griechenland zu räumen. Die Bundesrepublik Deutschland schämt sich nicht dafür, dass sie nur bereit ist, in einer europäischen Lösung wirklich zu helfen, sich mit Ach und Krach bereit erklärt, auch ohne europäische Lösung 1000 Menschen ins Land zu holen. Und das auch noch wegen der Corona-Krise auszusetzen. Eine Krise, die Moria und die anderen Lager doppelt und dreifach, nein, um ein Vielfaches schlimmer trifft als uns alle hier zusammen. Das finde ich unglaublich. Und ich schäme mich, wenn in dieser Ratsversammlung darüber philosophiert wird, ob von den Menschen, die geholt werden, ob das nicht doch nur junge Männer sind, statt, ja, ich weiß nicht, welche Geflüchteten sich Herr Rüstemeier wünscht. Ich finde, das ist eine zutiefst diskriminierende, furchtbare Geschichte, sowas überhaupt hier zu äußern. Applaus
Weitere Wortbeiträge sehe ich nicht. Dann stelle ich hiermit zur Abstimmung den von Ratsherrn Trost vorgeschlagenen Kompromissvorschlag, vorgetragenen Kompromissvorschlag und bitte bei Zustimmung um Ihr Handzeichen. Das sieht ziemlich einhellig aus. Dankeschön. Gegenprobe, Gegenstimmen? Keine Enthaltungen? Auch nicht. Dann bin ich sehr dankbar für diesen einstimmigen Beschluss und das deutliche Zeichen, was wir damit setzen. Dankeschön. Damit kommen wir dann zu dem Tagesordnungspunkt 11 in Verbindung mit Tagesordnungspunkt 12. Es geht um die Arbeitsplätze für die Zeit nach Corona. Es liegt vor die Ratsvorlage 45/2020 als Antrag der FDP-Fraktion und die erste Ergänzung dazu als Antrag der CDU-Fraktion. Und soweit gewünscht, bitte ich um kurze Berichterstattung und danach wird sich Bürgermeister Brüggemann anschließen und damit die Überleitung zu Tagesordnungspunkt 12 oder Integration des Tagesordnungspunktes 12, wie vorhin beantragt, wird er über Maßnahmen der Stadt Flensburg zur Liquiditätssicherung und so weiter kurz zu diesem Thema sich äußern. Ja, dann Bühne frei, wenn gewünscht, für die FDP. Kai Richard, bitte. Sehr geehrter Herr Stadtpräsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, zuallererst vielleicht, es ist wirklich schön, Sie alle wiederzusehen. Ich hätte das jetzt nicht bei jedem Einzelnen gedacht, aber im Großen und Ganzen freue ich mich tierisch, Sie wiederzusehen und auch mit Ihnen politisch um die besten Lösungen für diese Stadt zu streiten. Ich glaube, das sind wir dieser Stadt schuldig und ich glaube, das ist auch unser Selbstverständnis. Die Corona-Einschränkungen, die zurzeit bestehen, die sind sehr, sehr schlimm für die Betriebe. Das ist jetzt eine Binsenweisheit, inzwischen weiß das jeder. Aber wir von der FDP haben uns da gefragt, was können wir denn hier vor Ort, was können wir als Flensburgerinnen und Flensburger in der Ratsversammlung denn tun, um den Menschen schnell und unbürokratisch zu helfen? Und da sind wir drauf gekommen, es könnte ja eigentlich die Gewerbesteuervorauszahlung, die ja nur eine Vorauszahlung ist, zurückerstattet werden, gestundet werden, zumal davon auszugehen ist, dass bei den jetzigen Zeiten sowieso die Zahlungen zu hoch sein werden, weil das Jahr 2020 wird nicht dasselbe Ergebnis haben wie das Jahr 2019. Und ich sage deshalb ausdrücklich, ich bin sehr froh darüber, wir werden es ja gleich in der Beschlussvorlage noch hören, ich bin sehr froh darüber, dass die Stadtverwaltung das auch so tut. Das macht ihr gut, das macht ihr richtig so. Vielen Dank dafür. Die Wirtschaft, das wird ja immer hier so ein bisschen als Schimpfwort benutzt oder vielleicht auch als Abstraktum benutzt. Die Wirtschaft, das sind eben nicht eine Gruppe fetter, gieriger und schmieriger Pfeffersäcke, sondern das sind wir alle. Das sind wir alle, das sind die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, das sind die Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen, sind aber auch die Kundinnen und Kunden. Und wenn es der Wirtschaft schlecht geht, dann geht es all diesen einzelnen Menschen schlecht und das betrifft uns auf alle Fälle. Also könnte man sagen, alles gut, wir freuen uns, dass es so umgesetzt wird und das möchte ich auch ausdrücklich nochmal betonen. Irritierend muss ich ehrlicherweise aber sagen, irritierend finde ich so ein bisschen die Begleitumstände, wie es dazu jetzt gekommen ist, dass wir heute darüber diskutieren. Am 25.03. haben wir diesen Antrag gestellt. Am 6.04. wird mir dann auf Nachfrage erklärt, dass dieser Antrag leider nicht umgesetzt werden kann, weil er nicht der gängigen Erlasslage entspricht. Ich habe dann insistiert und habe gesagt, das entspricht sehr wohl der Erlasslage. Die Finanzämter handeln bereits so bei den Steuern, die sie selber betreffen. Und in der Mitteilungsvorlage können wir jetzt lesen, dass ab dem 1.4. bereits so verfahren wird. Und dann stellt gestern die CDU noch einen Antrag, in dem sie dieses Verfahren ausdrücklich lobt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ein bisschen auf die mündliche Begründung gleich gespannt, weil für mich kann das eigentlich nur zum Inhalt haben, die Idee ist gut, toller Antrag, aber leider nicht von uns. Wenn das so sein sollte, dann empfinde ich das als Kindergarten und unwürdig in dieser Situation. Wenn dem nicht so sein sollte, entschuldige ich mich jetzt schon mal für diese Verdächtigung. Aber unabhängig davon, was wir jetzt gleich beschließen werden, ich habe da so einen Verdacht, muss ich ausdrücklich sagen, ich freue mich, dass wir so verfahren, wie wir verfahren, denn das bedeutet, dass wir als Flensburger Ratsversammlung alles tun, um der heimischen Wirtschaft zu helfen und das ist die gute Nachricht des Tages. Vielen Dank. Applaus.
Anne Rüstemeier für die CDU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, uns ist in einer Ältestenratssitzung oder in einer Telefonschalte oder Konferenz mit der Oberbürgermeisterin von dieser mitgeteilt worden, dass genau dies schon so gehandhabt werde. Dass ich heute in dieser Mitteilungsvorlage der Verwaltung lese, dass es ab 1.4. so ist, wundert mich tatsächlich jetzt auch. Vielleicht kann die Verwaltung das aufklären. Uns ist jedenfalls schon im März gesagt worden, dass man auf Antrag bei der Stadt eben eine, nicht nur eine Stundung, sogar eine Rückzahlung erwirken könne. Und zwar dann, wenn eine besondere Härte dargelegt werden kann. Und so ist es ja auch richtig. Ich bin einig mit Kai Richard, dass die Wirtschaft sicherlich ein großes Pfund jetzt zu tragen hat. Aber wir machen bitte doch den Unterschied. Nicht jedes Unternehmen hat dieses Problem. Und der Antrag der FDP-Fraktion sagt, liebe Stadt, zahl einfach pauschal an alle alles zurück. Und das verstehe ich nicht. Und das haben wir nicht verstanden. Und deswegen haben wir eine Ergänzung gemacht, die genau sagt, wie es sein soll. Egal, ob sie es jetzt schon getan hat, auf jeden Fall wird die Stadt dann auf Antrag diese Steuern zurückerstatten. Und das ist richtig so. Das hilft den Unternehmen und das wollen wir und ich glaube, das wollen wir auch gemeinsam. Vielen Dank. Ja, danke schön. Und damit die Entscheidung möglicherweise ein bisschen leichter fällt oder mehr Transparenz zu erzielen ist, bitte ich Bürgermeister Brüggemann zu diesem Thema sich kurz Stellung zu nehmen. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Stadtpräsident, sehr geehrte Ratsfrauen, Ratsherren, Steuern, Gewerbesteuer und der Umgang mit Gewerbesteuer ist eine durchaus komplexe Angelegenheit und man muss in Bezug, wo hat die Kommune Handlungsspielräume, wo nicht, muss man unterscheiden, wovon wir reden. Die beiden Anträge sprechen von den Vorauszahlungen und von der Herabsetzung der Vorauszahlung. Das ist eine Angelegenheit, das geht auch aus der Mitteilungsvorlage hervor, wo wir als Stadt Flensburg nur auf das reagieren, was die Finanzverwaltung, das Finanzamt macht. Die Grundlage für das Agieren des Finanzamtes ist ein Erlass des Bundes in Bezug auf Corona. Da gibt es einen Erlass, steuerliche Maßnahmen zur Berücksichtigung der Auswirkungen des Coronavirus. Und der ist dann gleichlautend übernommen worden durch die obersten Finanzbehörden der Länder, wo gesagt wird, dass die Länder bei Unternehmenssteuern, beziehungsweise die Finanzämter bei Unternehmenssteuern, auch bei Gewerbesteuern auf Antrag eine Herabsetzung veranlassen können. Und das wird gemacht, der Erlass ist vom 19. März, seitdem wird das von dem Finanzamt gemacht. Die Mitteilungsvorlage hat dargestellt, dass wir diesbezüglich auch schon entsprechende Herabsetzungen haben in der Größenordnung von 6 Millionen Euro. Das ist etwas, was das Finanzamt veranlasst. Wir kriegen dann den Steuermessbescheid, ist auch kurz dargestellt in der Mitteilungsvorlage. Und auf Basis dieses Steuermessbescheides schicken wir dann den Steuerbescheid raus. Das ist gängige Praxis, wo wir auch reagieren, aber nur auf das, was das Finanzamt entschieden hat in Bezug auf Corona-bedingte Belastung in Umsetzung auf die Steuern, auf die Unternehmenssteuern. Das passiert. Vor dem Hintergrund können wir den Antrag der FDP-Fraktion so auch nicht umsetzen. Da haben wir keine Handhabe, da reagieren wir nur auf das, was das Finanzamt uns vorgibt. Und letztendlich, in dem Sinne, kann man auch den Antrag der CDU-Fraktion sehen. Das setzen wir um, weil es uns vorgegeben wird. Das müssen wir jetzt unterscheiden, wo wir als Stadt eine originäre Handlungsmöglichkeiten haben. Und das ist das Instrument der Stundung.
Das Instrument der Stundung heißt, es gibt an einen Zahlungspflichtigen einen Bescheid heraus, dass er zu zahlen hat. Und der Zahlungspflichtige hat dann die Möglichkeit, einen Stundungsantrag zu stellen, dass er nicht mit dem entsprechenden Zahlungsziel zahlt, sondern dass er die Zahlung nach hinten herauszögern kann. Das ist das Instrument, was uns zur Verfügung steht. Dieses Instrument steht uns generell zur Verfügung und das haben wir geregelt mit einer verwaltungsinternen Dienstanweisung, Stundung, Niederschlagung, Erlass. Auch hier gibt es Vorgaben des Landes. In der Mitteilungsvorlage ist diesbezüglich auch der Link des Innenministeriums dargelegt, wo dargelegt wird, nach welchen Kriterien wir Stundungen auch im Corona-Fall durchführen können, entsprechend Anträge auch bescheiden können. Das heißt, wir können Stunden, wenn die Durchsetzung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte bedeuten würde, für den Zahlungspflichtigen, zum anderen aber auch der Anspruch durch die Stundung insgesamt nicht gefährdet wird. Wir haben, als dann wir diese Orientierung bekommen haben, auch von Land, von Bund, auch vom Deutschen Städtetag, haben wir schnellstmöglich eine Dienstanweisung erarbeitet oder eine Ergänzung zur bestehenden Dienstanweisung erarbeitet. Die ist, und da kommen wir möglicherweise auch zu den unterschiedlichen Daten, die ist erlassen worden zum 1.4. Da lag sie in Schriftform vor, sie musste erst erarbeitet werden, wirkt aber rückwirkend zum 16.3. Das heißt, wir haben dann schon im Voraus einen Gehorsam auf diese zu erarbeitende Dienstanweisung, das so praktiziert. In Bezug auf Stundungen, geht auch aus der Mitteilungsvorlage hervor, haben wir momentan 80 Stundungsanträge mit einer Gesamtsumme von 800.000 Euro. Wir haben längstens die Möglichkeit, bis zum 31.12.2020 zu stunden. Das ist auch die Vorgabe des Landes. Diesbezüglich, diese Orientierung findet sich auch auf der Homepage der Landesregierung, beigefügter Link. Und wir handhaben es so, dass wir jetzt erstmal, wenn wir entsprechende Anträge bekommen, wir diese Anträge auch prüfen nach den Aspekten unmittelbare Betroffenheit, besondere Härte und es ist gewährleistet, dass die Zahlung dann auch später erfolgt. Dass wir jetzt erstmal die Stundung aussprechen bis zum 31.8., um dann auch regelmäßig zu bewerten, liegt weiterhin der Stundungsfall vor. Und dann bei Bedarf kann natürlich eine Verlängerung der Stundung beantragt werden, die wir nach den gleichen Kriterien dann auch bewerten. Soweit nochmal konkret zu den beiden Anträgen. Der Antrag der FDP ist in dem Fall nicht umsetzbar, weil wir diesbezüglich nicht die Handhabung haben. Wir reagieren wir reagieren auf das, was uns das Finanzamt vorgibt und dann wenden wir auf den Steuermessbescheid letztendlich unseren Hebesatz an und schicken dann unseren Steuerbescheid raus, der normalerweise den Bescheid raus, der dann normalerweise auf Null geht. Und in diesem Sinne würde ich auch den Antrag der CDU-Fraktion werten, dass wir unsere gängige Praxis, das ist, was ich gerade beschrieben habe. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank für die weitere Erhellung dieses Sachverhaltes. Mir liegt eine Wortmeldung von Ratsfrau Katja Clausen, Bündnis 90 Die Grüne, vor. Präsident, liebes Präsidium, wir lehnen beide Ergänzungen ab, aus den Gründen, die der Kämmerer gerade vorgetragen hat. Die Stundung ist das, was momentan durch die Stadt möglich ist. Alles andere sind Regelungen, die das Land bzw. vom Bund getroffen werden. Und wir finden nicht, dass wir in der jetzigen Lage schon jetzt gerade auch beurteilen können, wie wir jetzt mit der Gewerbesteuer umgehen wollen. Und
glauben jetzt erstmal, dass wir ja da erstmal auch ein bisschen Zeit ins Land gehen müssen und dass die gängige Form, so wie es auch praktiziert wird, nämlich dass die Gewerbesteuer ganz normal vorausgezahlt wird und dann eben gestundet wird bzw. zurückgezahlt wird, das Mittel ist, auf das wir uns jetzt beziehen sollen und wo wir auch rechtskonform wissen, wenn wir den Unternehmen Auskünfte geben, wie es dann weitergeht. Alles andere ist eine Spekulation, die wir nicht für gerechtfertigt halten bzw. auch nicht sicher halten. Und um da jetzt keinerlei Versprechen zu machen oder sonstige Unsicherheiten aufkommen zu lassen, glauben wir, dass es am stabilitätsten ist oder am wichtigsten ist, jetzt erstmal die gängigen Regelungen durch die Gesetze auch so durchzusetzen und fortzuführen. Das nur kurz zur Erklärung, warum wir uns gleich so verhalten werden. Ja, vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann schlage ich vor, dass wir die beiden Anträge in der gegebenen Reihenfolge abstimmen und damit bitte ich zuerst im Hinblick auf die Ursprungsvorlage RV 45/2020 Antrag der FDP-Fraktion bei Zustimmung um Ihr Handzeichen. Ja, genau. Okay, danke. Gegenstimmen? Dankeschön. Enthaltungen? 1, 2, 3, 4, ne? Okay. Dankeschön. Dann abgelehnt bei 19 Gegenstimmen, 4 Enthaltungen und 2 Ja-Stimmen. Und hiermit gebe ich dann die erste Ergänzung, also Entschuldigung, den Antrag der CDU-Fraktion. Ebenfalls zur Abstimmung und bitte bei Zustimmung um Ihr Handzeichen. Bitte deutlich. Gegenstimmen? Sieben. Danke. Enthaltungen? Okay. Dann ist der Antrag der CDU-Fraktion bei 15 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen und 7 Nein-Stimmen mehrheitlich angenommen. Dankeschön. Und bezüglich Tagesordnungspunkt 12 besteht da weiterer Aussprachebedarf? Das ist nicht der Fall. Danke. Dann machen wir mit Tagesordnungspunkt 13 weiter. Verstetigung des Projektes Löwenherz. Beratung für Kinder und Jugendliche bei Gewalt in der Familie. Grundlage ist die FA 17/2020. Ich verweise auf die Vorlage. Besteht Bedarf an Aussprache? Das ist nicht der Fall. Dann auch stelle ich hiermit auch diese Tagesordnung, diese Vorlage zur Abstimmung und bitte bei Zustimmung um Ihr Handzeichen. Das sieht nach einstimmig aus. Dankeschön. Gegenstimmen? Keine. Enthaltungen? Auch keine. Dankeschön. Einstimmig angenommen. Tagesordnungspunkt 14. Förderung von Bauvorhaben freier Träger. Zukünftige Verteilung der Investitionszuschüsse auf die Träger. Es liegt vor die FA 112/2019, auf die ich hiermit verweise und frage, ob es Aussprachebedarf gibt. Das ist auch hier nicht der Fall. Bei Zustimmung bitte ich um Ihr Handzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Keine. Enthaltungen? Auch keine.
Ebenfalls einstimmig angenommen. Dankeschön. Tagesordnungspunkt 15, Satzung der Stadt Flensburg über die Ermittlung und Veröffentlichung des Solarpotenzials der Dachflächen im Stadtgebiet Flensburgs, die sogenannte Solardachkatastersatzung. Ich verweise auf die Vorlage RV 29/2020 und sehe das Gespräch, eine Wortmeldung von Ratsherr Pelle-Hansen. Ja, bitte. Kann ich wenigstens mal was trinken? Ich fasse das hier nicht an, Sie brauchen es nicht abzwischen. Sie haben meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Stadtpräsident, zu dieser Vorlage muss man doch einmal was sagen. Vor 6 Jahren haben wir als Grüne die Initiative ergriffen, dieses Solarkataster in Auftrag zu geben. Wir sind froh, dass es jetzt endlich doch freigeschaltet werden kann, beziehungsweise nach 4-wöchiger Fristverstreichung. Aber wir sind doch ein bisschen enttäuscht darum, was am Ende dabei rauskommt. Wir haben uns sehr gehofft, dass zur Zeit des großen Solarbooms, und das war vor 6 Jahren, die Möglichkeit bestünde, dass man aufgrund der Daten, die die Stadt erhoben hat, die Dachflächen auch der Nachbarschaft sich im Internet anzugucken, zu sagen, Mensch, da spreche ich meinen Nachbarn an, ob ich auf seinem Dach nicht eine Solaranlage installieren kann, mit ihm sozusagen aushandeln, was hat er davon, was habe ich davon. Und so hätte man schon viele Solardächer in Flensburg installieren können. Das war datenschutzrechtlich nicht richtig und es ist auch richtig, dass es diesen Datenschutz gibt. Leider ist es jetzt erst so, dass man mit relativ hohem Aufwand des Nachweises, dass man berechtigt ist, diese Daten einzusehen, das Solarkataster dann wirklich nutzen kann. Man kann es aber nutzen und ich werbe sehr dafür, dass wir das sehr gut publik machen, damit wir es hinbekommen, dass möglichst viele Dächer in Flensburg auf Photovoltaik oder Photothermie umgestellt werden oder diese Flächen nutzen. Und ich möchte auch daran appellieren, dass die Stadtwerke Flensburg dieses Potenzial für sich entdecken. Wir haben unglaublich viele Dachflächen in Flensburg, die dazu beitragen könnten, dass die Energiewende in Flensburg auf den Dächern unserer Stadt stattfindet und wir dadurch auch die Transformation der Stadtwerke weg von fossilen Energieträgern hin zu den Erneuerbaren bereiten können. Dazu hoffe ich mir sehr, dass dieses Solarkataster seinen Beitrag leisten kann. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank. Gibt es noch weitere Wortmeldungen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Dann gebe ich hiermit die Vorlage, Ratsvorlage 29/2020 zur Abstimmung und bitte bei Zustimmung um Ihr Handzeichen. Dankeschön. Gegenprobe, Gegenstimmen? Sehe ich keine. Enthaltungen? Auch nicht. Damit einstimmig angenommen. Dankeschön. Top 16. Eine Mitteilungsvorlage über die bauliche Ertüchtigung der Liegenschaft der Stadtwerke Flensburg mit dem Ziel der bereits beschlossenen nachhaltigen Entwicklung des Wirtschaftshafens ab dem 01.01.2023 auf der Westseite der Förde. Da es eine Mitteilungsvorlage ist, empfehle ich Kenntnisnahme ohne Aussprache. Sehe ich da Widerspruch? Nein. Dann komme ich zu Tagesordnungspunkt 17, finanzielle und haushalterische Beschlüsse. Dort haben wir einen ganzen Bunch mit Unterpunkten von 17.1 bis 17.8. 17.1, eine Mitteilungsvorlage ebenfalls, Jahresabschluss 2019 der Stadt Flensburg, die FA 21/2020. Auch hier empfehle ich Kenntnisnahme ohne Aussprache, da die eigentliche Beschlussfassung nach Abschluss der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt voraussichtlich im dritten Quartal erfolgt. Gibt es dazu Widerspruch? Keinen. Dankeschön. Tagesordnungspunkt 17.2, Übertragung von Aufwendungen und Auszahlungen in das Haushaltsjahr 2020. Ich verweise auf die Vorlage FA 16/2020. Gibt es da Bedarf zur Aussprache?
Das ist ebenfalls nicht der Fall. Dann gebe ich hiermit diese Vorlage zur Abstimmung und bitte bei Zustimmung um Ihr Handzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Keine. Enthaltungen? Drei. Drei. Okay. Wie viele sind wir? Gut, dann mit 22 Ja-Stimmen und bei drei Enthaltungen mehrheitlich angenommen. Ebenfalls Dankeschön. Punkt Tagesordnung 17.3, erster Nachtrag zum Haushalt. Grundlage ist die Ratsvorlage 28/2020 und dazu gibt es als Ergänzung noch eine Mitteilungsvorlage. Herr Bürgermeister Brüggemann, bitte. Sehr geehrter Herr Stadtpräsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Nachtragshaushalt 2020 oder ich möchte eher sagen erster Nachtragshaushalt 2020, weil ich schon davon ausgehe, dass wir noch einen zweiten Nachtragshaushalt in der zweiten Jahreshälfte brauchen, Corona-bedingt. Ich möchte diesen Tagesordnungspunkt zum Anlass nehmen, ein bisschen was zum Nachtragshaushalt zu sagen, aber vor allem eine kurze Darstellung zu geben, wie sich momentan auch die Corona-Situation auf unseren Haushalt niederschlägt und welche Herausforderungen sich da auch in der Zukunft auf uns oder an uns zeigen. Kurz in die. Geben Sie gut, oder mache ich? So, noch ein weiter? Ja, okay. Nicht hier. Okay. Einfach den nächsten. Vielleicht ganz kurz, wo kommen wir her? Das waren die Haushaltspläne 2020, wie sie geplant worden sind, der drei oder vier kreisfreien Städte. Sie sehen, zwei kreisfreie Städte, Münster und Kiel, hatten einen positiven Jahresabschluss. Ursprünglich mit unserem Doppelhaushalt 19/20 haben wir einen geplanten Fehlbetrag von 5 Millionen Euro gehabt. Lübeck hatte für 2020 6 Millionen Miese geplant. Das war dann durchaus auch Anlass, warum wir gesagt haben, im Finanzausschuss in der Ratsversammlung, nächste Folie, ja, und dann auch wieder die nächste, dass wir uns dieser Thematik stellen müssen. Und wir hatten dann einen Grundsatzbeschluss in der Ratsversammlung im November 2019, wo wir gesagt haben, es soll kein unausgeglichener Haushalt mehr vorgelegt werden, beginnend mit 2020. Und auch darüber hinaus, Finanzplanungszeitraum bis 2023, sind entsprechende Beträge zur Haushaltssicherung einzusetzen. Das haben wir dann entsprechend, nächste Folie, entsprechend umgesetzt und in einer Finanzausschusssitzung im Dezember für den jetzt vorliegenden Nachtrag ein Volumen von 4,8 Millionen Euro knapp entwickelt, die sich jetzt auch wiederfinden in dem ersten Nachtrag. Darüber hinaus, wie gesagt, bis 2023 weitere Sicherungsbeiträge zu erarbeiten. Der Auftrag steht noch an. Nächste Folie. Hier kurz dargelegt, welche Entwicklung und welche Veränderungen es gibt mit dem ersten Nachtrag 2020 im Vergleich zum Doppelhaushalt Jahresscheibe 2020. Gestartet sind wir, wie bekannt, mit 5 Millionen Euro Defizit. Es gab dann ein paar Verschiebungen im Bereich der Gemeinschaftssteuern, der Schlüsselzuweisung, minus 1,3 Millionen Euro. Kommunalsteuern haben wir ein bisschen mehr bekommen. Personalausgaben auch ein bisschen mehr. Dann aber auch Fachbereichsverbesserungen, durchaus Verbesserungen, also ne, wo wir durchaus was einsparen konnten. Und dann haben wir die Summe finanzpolitischer Dialog von 4,8 Millionen Euro mit eingebracht in den ersten Nachtrag, wo wir jetzt seit vielen Jahren wieder erstmalig einen Haushalt vorlegen können, der mit 800.000 Euro im Positiven ist. Ein Haushalt, wie gesagt, oder ein erster Nachtrag ohne Berücksichtigung Corona-bedingter Belastungen. Nächste Folie. Das heißt, hier nochmal der Vergleich mit den anderen drei kreisfreien Städten. Sie sehen, durch diesen Nachtrag haben wir es auch geschafft, ein Positiv etwas vorzulegen, knapp 1 Million Euro, was dann auch schon wieder etwas besser aussieht. Nächste Folie. Jetzt könnte man durchaus die Frage stellen, warum
wir jetzt hier einen ersten Nachtrag 2020 vorlegen, obwohl wir jetzt ja die Corona-Situation haben, wo ganz, ganz deutlich Belastungen auf die Stadt zukommen, wo wir dann sowieso auch einen weiteren Nachtrag brauchen werden. Die Gründe sind eigentlich die, dass wir zum einen geänderten Investitionsplan haben, wo wir jetzt auch uns die Ermächtigung geben müssen. Die Rechtsaufsicht hatte uns beim Doppelhaushalt eine Kreditkürzung reingedrückt. Die mussten wir umsetzen. Die haben wir in 2020 mit ein paar Platzhaltern erstmal belegt, die wir jetzt mit einem konkreten Haushaltsplan, mit einer Haushaltssatzung dann auch formal bestätigen müssen. Haben wir gemacht und damit geben wir jetzt das Go, dass wir diese Investitionen auch durchführen können. Das andere ist ein entsprechender Stellenplan oder Stellenplanänderung. Den Stellenplan müssen wir in die Bewirtschaftung bringen, wir müssen in Ausschreibung gehen etc. pp. Dafür brauchen wir die Ermächtigung. Und das Dritte, natürlich, und hier haben wir durchaus schon einen Corona-Bezug, war absehbar, dass wir durchaus ja, Haushaltsprobleme bekommen werden durch Corona. Und wir haben dann relativ kurzfristig fernmündlich mit der Rechtsaufsicht abgestimmt, dass, wenn es zu Mindereinnahmen kommt, Thema Gewerbesteuer hatten wir gerade, dass wir dann liquiditätsseitig da eine Absicherung bekommen. Und das passiert, indem wir uns die Kassenkreditermächtigung, also die Ermächtigung, Kassenkredite aufzunehmen für eine kurzfristige Liquiditätssicherung, dass wir uns diese Kassenkreditermächtigung erhöhen von 78 Millionen in 2019 auf 150 Millionen. Da war die Rechtsaufsicht durchaus etwas freigiebig. Das sind die Gründe, warum es durchaus jetzt auch notwendig ist, den ersten Nachtrag zu beschließen. Nächste Folie. Gerade hatten wir es schon angedeutet. Thema, welche Auswirkungen hat Corona auf den Haushalt? Was können wir schon absehen? Über die nächste Folie. Da würde ich kurz rübergehen. Hatte ich gerade im Rahmen Tagesordnungspunkt 11.12 berichtet. Auch die nächste Folie. Thema Stundungen hatte ich in der oder 12 berichtet, können wir auch überspringen. Was haben wir darüber hinaus für Auswirkungen? Womit können wir rechnen? Natürlich sind es Mindereinnahmen im Bereich des Sondervermögensinfrastruktur, beispielsweise die Parkgebühren. Das Thema städtische Einrichtungen haben natürlich Mindereinnahmen, wenn die Leistungen nicht abgerufen werden, wenn wir da keinen Betrieb haben. Exemplarisch seien die Museen genannt, sei die VHS genannt, seien die Bibliotheken. Natürlich versuchen wir, den variablen Kostenanteil, den wir haben, auch runterzufahren. Es bleiben aber fixe Kosten, die natürlich getragen werden müssen und es fehlen die Einnahmen. Wir haben im Bereich der Kita eine Situation, haben wir auch gleich noch eine Vorlage, die hatten wir schon beschlossen, ne? Eine Vorlage, wo wir natürlich auch Erstattungen vornehmen, Thema Elternbeiträge, wo wir aber auch das Signal der Landesregierung bekommen, dass die dann auch mitgetragen werden. Da ist ganz, ganz viel im Fluss, wo wir noch nicht abschätzen können, kommt es tatsächlich zu Belastungen, wird das irgendwie ausgeglichen. Da ist ganz, ganz viel im Fluss. Im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe bei Kosten der Unterkunft zeichnet sich schon auch ab, dass wir da mehr Belastungen haben werden. Im Bereich Kosten der Unterkunft, es wurde genannt, Thema Arbeitslosenquote geht hoch. Das heißt, wenn die Konjunktur sich eintrübt, ist damit zu rechnen, dass stärker Zugriff erfolgt auf die staatlichen, auf die öffentlichen Sicherungssysteme. Und da sind wir vor allem bei den Kosten der Unterkunft betroffen. Im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe merken wir, dass wir beim Runterfahren der Verwaltung, beim Runterfahren der Leistungsspektren, gerade im Bereich der Prävention, nicht mehr so effektiv arbeiten können, sodass da dann auch die Regelsysteme stärker greifen, was dann aber durchaus teurer ist. Wir haben da durchaus das Beispiel, dass wirklich Prävention eine günstige Möglichkeit ist, um halt auch Kosten zu vermeiden. Wenn das nicht mehr so funktioniert, dann geht es in die Regelsysteme rein und wird teurer. Das werden wir jetzt in den nächsten Monaten stärker evaluieren und gucken, was da auf uns zukommt. Nächste Folie. Ja, ganz kurz, wir hatten als eine Mehrbelastung, hatten wir vorhin auch darüber informiert, den Sonderfonds Corona. 1 Million im Rahmen einer Eilentscheidung beschlossen, im Vorab gestimmt, auch in der Runde der Fraktionsvorsitzenden. Ist letztendlich
das Geld, wo wir jetzt flexibel reagieren können. Sehr viel von diesen Mitteln sind eingesetzt worden für die Ertüchtigung unserer IT-Infrastrukturen, Thema Homeoffice-Arbeitsplätze, aber auch Thema Ertüchtigung der Hardware hier im Haus, dass wir wirklich auch hier die Gerätschaften so ertüchtigen, dass da auch der zunehmende Zugriff von Homeoffice-Arbeitsplätzen dann auch erfolgt. Darüber hinaus, sehr plakatives Beispiel, natürlich die Mundschütze, auch die heute auslagen. Beispielsweise konnten wir da letzte Woche 22.000 Mundschütze in verschiedenen Qualitätsstufen für 50.000 Euro dann besorgen. So gesehen zeigt sich da, dass wir da auch dieses Geld brauchen, um flexibel auf so etwas zu reagieren. Nächste Folie. Weiterhin, gleich im Licht auf jeden Teil, haben wir nochmal das Thema, wie sehen eigentlich die Auswirkungen Corona auf die städtischen Gesellschaften aus. Sehr viele laufen ohne große Belastungen, aber es gibt durchaus auch Beispiele, wo es auch zu Belastungen kommt. Exemplarisch sind hier die Förderbäder GmbH genannt, ist klar, wenn kein Betrieb da ist, fallen die Einnahmen weg. Thema FGS, durchaus rechnen wir damit Umsatzreduzierungen, was dann dazu führt, dass da nicht so viel an Rechnung bezahlt werden kann aus dem Haushalt heraus. Da haben wir nachher nicht auf jeden Fall auch eine Vorlage zu. Das Thema Aktivbus, ÖPNV ist ein klassisches Beispiel diesbezüglich, wo auch Mindereinnahmen zu erwarten sind, wo man aber auch guckt, ob es da an anderer Stelle über Bund und Land irgendwelche Ausgleichsmechanismen gibt. Ich verweise diesbezüglich dann durchaus auch auf die Mitteilungsvorlage im nicht öffentlichen Teil. Nächste Folie. Noch ein paar Ausführungen zum Thema Haushaltssperre. Sie werden mitbekommen haben, dass die Kommunen, Gemeinden westlich von uns durchaus das Instrument der Haushaltssperre nutzen, um dem Thema Corona irgendwie auch Herr zu werden. Wir haben das bei uns in der Verwaltung auch diskutiert, sind aber zur Überzeugung gekommen, dass eine Haushaltssperre in der gegenwärtigen Situation kein geeignetes Instrument ist. Zum einen hat es eher eine geringe Wirkung, da reden wir irgendwo im unteren, mittleren, sechsstelligen Bereich, den man möglicherweise generieren kann. Zum anderen sehen wir ihn als kontraproduktiv an in der momentanen Situation. Das heißt, wir sehen, dass Belastungen bei den Akteuren in der Gesellschaft da sind und da müssen wir natürlich auch als Kommune, als Selbstverwaltung flexibel darauf reagieren. In der Haushaltsstelle legen wir uns da Fesseln an und können nicht so flexibel reagieren, wie es möglicherweise gewünscht ist. So gesehen sehen wir es als kein geeignetes Instrument an bei der jetzigen Situation, wo die Belastung nicht nur im Haushalt ist, sondern wo die Belastung auch bei der Bevölkerung ist, bei den gesellschaftlichen Akteuren ist, dass es nicht produktiv ist oder nicht gut ist, da dieses sehr rigide Instrument zu nehmen. In dem Zusammenhang schränkt es natürlich auch unsere Flexibilität als Selbstverwaltung massiv ein. Stattdessen sehen wir da dann eher die Notwendigkeit, das, was wir erfolgreich praktiziert haben, das ist der finanzpolitische Dialog, dass wir uns dann auch langsam wieder den neuen Herausforderungen mit dem Format finanzpolitischer Dialog stellen und da natürlich schon auch gucken, wie gehen wir damit um, mit weniger Mitteln, die wir haben, wie gehen wir damit um, was heißt das dann auch für unseren Haushalt, für die Ausgabeansätze. Nächste Folie. Wir gehen schon auch davon aus, dass der Haushalt in den nächsten Jahren, nicht nur in 2020, sondern auch in den nächsten Jahren massiv ins Defizit gehen wird. Da guckt man natürlich, wie wird die konjunkturelle Entwicklung weltwirtschaftlich, aber auch in Deutschland eingeschätzt. Und je länger so ein Shutdown geht, je länger runtergefahren ist und je länger es dauert, um wieder hochzufahren, desto größer werden natürlich auch die wirtschaftlichen Auswirkungen sein und desto größer werden natürlich auch die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen auf unserem Haushalt sein. Das Thema Gewerbesteuer hatten wir gerade, aber natürlich sind wir auch sehr stark abhängig von Bund und Land. Ich erinnere hier an das Thema Reform des kommunalen Finanzausgleiches oder des kommunalen Finanzausgleiches, der ja auch gespeist wird durch Landes- und Bundessteuern und Bundesergänzungszuweisungen. Und wenn auch auf Bundes- und Landesebene die Töpfe kleiner werden, dann kommt auch weniger bei uns an, mit einem entsprechenden Timelag, und so gesehen können wir schon davon ausgehen, dass das Thema Corona auch etwas längerfristiger wirken wird und wir auf die nächsten Jahre hinaus da auch mit defizitären Haushalten zu rechnen haben. Und so gesehen sehen wir da auch unsere Herausforderung finanzpolitisch einer mittel- und längerfristigen Strategie
und mit einer ganz klaren auch Schwerpunktsetzung, was ist jetzt wirklich wichtig vor dem Hintergrund der Corona-Entwicklungen. Nächste Folie. Natürlich können wir das alle nicht alleine meistern. Wir brauchen da massiv Unterstützung von Bund und Land. Und da gibt es auch schon die ersten Positionspapiere auf Bundesebene, auf Landesebene. Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Landesverbände hat sich diesbezüglich auch schon Gedanken gemacht, hat da vor 2 Wochen auch einen Brief in Richtung Landesregierung adressiert. Und hier nur ein kleiner Blumenstrauß von Forderungen, was momentan diskutiert wird und wo wir auch sehen müssen, dass wir als kommunale Ebene uns da auch Gehör verschaffen auf Bundes- und Landesebene. Es geht da beispielsweise um Themen Stärkung der gemeindlichen Steuerkraft durch die Zuweisung zusätzlicher Steuereinnahmen, richtet sich sehr stark in Richtung Bund. Wir sind beteiligt am den Einkommensteueraufkommen, Umsatzsteueraufkommen, da kann man durchaus den Gemeindeanteil erhöhen. Da geht es natürlich um die Kompensation der zusätzlichen Belastungen, die wir in den kommunalen Haushalten vor allem durch die steigenden Sozialausgaben haben, hatte ich gerade schon kurz skizziert. Es geht aber auch um das Thema Fördermittel, die Verlängerung von Fördermittelfristen. Da zeigen sich schon sehr kulante Regelungen auf Bundes- und Landesebene, aber da muss auch flexibel reagiert werden. Und was auch diskutiert wird, dass auch ein Sondervermögen gebildet wird, um dann auch die Kommunen zu unterstützen, ähnlich was man in anderen Bereichen sieht. Da wird diskutiert, Hilfen für Wirtschaft diskutiert, dass man die Industrie und die Industrie unterstützt. Und warum sollte sowas nicht auch für die kommunale Ebene möglich sein, die letztendlich ganz konkret mit den Erwartungshaltungen der Bevölkerung konfrontiert ist. In Richtung Land ähnlich. Wir haben momentan die Reform des kommunalen Finanzausgleiches in der Diskussion. Und da bietet es sich nur an, dass im Rahmen dieser Reform auch möglicherweise durch die Schaffung eines Corona-Bedarfsfonds auf die Belastung der Kommunen reagiert wird oder dass insgesamt die Verbundmasse, also der Anteil der Kommunen, auch an den Steuereinnahmen des Landes erhöht wird, um da auch unterstützend für die Kommunen tätig zu sein, sind wir auch wieder bei der Kompensation der Belastung, die wir im Sozialbereich haben. Das Thema Erhöhung der Regionalisierungsmittel für den ÖPNV steht an, um da auch den ÖPNV für uns zu unterstützen, auch wieder die Fördermittelfristen oder auch ein pauschaler Ausgleich für krisenbedingte kommunale Mehrausgaben. Da spielt auf jeden Fall auch das Argument mit, dass es handhabbare Lösungen geben muss. Wir brauchen keinen Bürokratismus, sondern einfache Lösungen. Letzte Folie, glaube ich. Wie geht es weiter? Wir sind natürlich dabei, die Entwicklungen weiterhin zu beobachten, zu bewerten. Wir haben in der Haushaltssteuerung gesagt, okay, wir bewerten jede Ausgabe oder unterlegen jede Ausgabe in unserem Haushaltssystem mit dem Merkmal Corona-bedingt, um wirklich dezidiert darzulegen, was ist eine Corona-bedingte Belastung, um da dann irgendwann auch Rechenschaft abzulegen. Wir werden jetzt in den nächsten Wochen und Monaten das stärker systematisieren, welche Belastungen kommen auf uns zu, um damit dann auch eine zahlenmäßige Grundlage zu haben für einen Nachtragshaushalt 2020. Ich gehe davon aus, dass wir nach der Sommerpause mit einem Entwurf kommen werden. Schon allein aus dem Fakt heraus, dass wir auf der Einnahmenseite ja im 7-, vielleicht 8-stelligen Bereich Mindereinnahmen zu generieren haben. Und damit müssen wir umgehen und das geht haushaltsrechtlich nur mit einem Nachtragshaushalt. Und dann müssen wir uns natürlich zusammensetzen, auch mit Finanzausschuss, mit der Selbstverwaltung, wo sehen wir die Schwerpunkte für einen Doppelhaushalt 21-22, der dann auch zumindest einigermaßen den Kriterien der Nachhaltigkeit entspricht. Und damit bin ich auch soweit durch, mit einem kleinen oder kurzen Parforce-Ritt durch unseren ersten Nachtrag und was Corona-bedingt auf uns zukommt. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Mein Eindruck, wir waren auf einem guten Weg, aber nun ist er zu einer Reise ins Ungewisse geworden. Ich habe eine Wortmeldung von Kai Richard, FDP. Bitte. Sehr geehrter Herr Stadtpräsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Herr Brüggemann, Sie haben uns jetzt erklärt, warum dieser unveränderte Nachtragshaushalt eingebracht wurde. Ich finde, das haben Sie
sehr nachvollziehbar gemacht. Ich habe es jedenfalls gut nachvollziehen können. Ich bedanke mich ausdrücklich, dass Sie auch diese Arbeit in dieser schweren Zeit leisten. Für einen Kämmerer ist das natürlich keine tolle Zeit. Das kann ich gut nachvollziehen, für Finanzpolitiker auch nicht. Ich will auf einen Punkt nochmal eingehen, das war nur am Rande kurz erwähnt, und das sind die Kassenkredite. Die Kassenkredite werden ja mit diesem Nachtragshaushalt erhöht von 81 Millionen, oder die Ermächtigung zu Kassenkrediten, zu Kassenverstärkungskrediten, von 81 Millionen auf 150 Millionen. Das kann ich auch verstehen, weil wir auf unsichere Zeiten zusteuern. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass die Kassenkredite, und das haben wir schon mehrfach gehört, die Tendenz haben, auch besonders bei uns in unseren Haushalten, wegzugehen vom ursprünglichen Sinn. Die sind nämlich eigentlich dazu da, kurzfristige Liquiditätsschwankungen kurzfristig zu überbrücken, sondern sie stellen bei uns eine verstetigte Grundlage an Schulden dar. Das heißt, wir zahlen diese Kassenkredite nie vollständig zurück. Und das war schon vorher ein Problem, das wird jetzt noch mehr ein Problem. Und da möchte ich nochmal appellieren, dass wir uns dessen auch bewusst bleiben, denn zu viele Schulden sind eine Sünde, eine Versündigung an der jungen Generation, und ehrlicherweise würde ich auch gerne nochmal den Tag erleben, an dem wir hier wieder volle Gestaltungsfreiheit haben und nicht alles der Kommunalaufsicht zur Genehmigung vorlegen müssen, weil wir eben aus eigener Kraft Dinge erledigen können. Ich möchte deshalb auch jetzt schon ankündigen, wir werden im finanzpolitischen Dialog einfordern, dass wir einen Tilgungsplan erarbeiten für die Kassenkredite. Ich hoffe, dass wir dann damit mit der Disziplin, die wir ja auch in der Vergangenheit an den Tag gelegt haben, auch dann zu einem Licht am Ende des Tunnels kommen. Und bis dahin appelliere ich an Sie, wenn es sich irgendwie machen lässt, bitte schöpfen Sie die 150 Millionen nicht aus, umso schwieriger wird es für uns, wieder Grund unter die Füße zu bekommen. Ratsherr Roland Hartmann für die CDU, bitte. Ja, auch wir werden diesem ersten Nachtrag zustimmen. Ich möchte auch nochmal Herrn Richard danken, dass er nochmal auf ein paar Sachen hingewiesen hat. Wir hatten, und ich bedanke mich auch, wir wollen uns auch bei der Verwaltung bedanken für die sehr gute Arbeit und die fundierte Darstellung. Nichtsdestotrotz, bei allem Verständnis, müssen wir natürlich aufpassen. Es wird auch eine Zeit nach Corona geben. Und gerade jetzt, so schwer es auch fällt, müssen wir auch so ein bisschen den Daumen drauf halten. Und das Einzige, was mir nicht gefallen hat an der Präsentation, war der Pessimismus, der so ein bisschen ausgestrahlt wurde, die faktischen Erfolge des finanzpolitischen Dialogs. Also die sind quasi weg. Das sehe ich nicht so. Deswegen haben wir auch eine Anfrage nochmal eingebracht. Die konnte heute leider nicht behandelt werden, kommt aber in den Finanzausschuss, und dort haben wir halt nochmal die Verwaltung gebeten, was teilweise schon gemacht wurde heute, nochmal konkret Zahlen im Auge zu behalten. Und ich denke, wenn wir, so wie das der Bürgermeister angekündigt hat, mit entsprechender Disziplin und ruhig und besonnen vorgehen, dann werden wir auch diese Haushaltslage meistern. Wir sollten aber jetzt nicht, ich sag mal, in Panik verfallen und die Finanzschleusen zu weit aufmachen. Und wir hoffen, dass die Verpflichtungsermächtigungen, die notwendig sind, damit die notwendigen Investitionen getätigt werden können, und auch die Erhöhung der Kassenkredite, dass wir das nicht ausschöpfen müssen. Okay, vielen Dank. Als nächstes Ratsherr Dürkop für den SSW, bitte. Ja, unsere Finanzpolitiker sind heute im Homeoffice, deswegen stehe ich hier jetzt. Ja, ich
bin ein bisschen nachdenklich, weil ich glaube, so eine Situation, wie wir sie jetzt gerade erleben, die noch nie da gewesen ist, die kann man nicht einfach so beantworten, indem man sagt, wie geht es im finanzpolitischen Dialog, was können wir als Stadt jetzt an Einnahmen sichern, wie machen wir das jetzt? Das ist für mein Empfinden einfach zu klein gedacht. Der Finanzminister Olaf Scholz hat in den letzten paar Monaten immer mal wieder so einen kleinen Testballon gemacht, wo er gesagt hat, man könnte ja auch die ärmsten Kommunen in Deutschland komplett entschulden. Und ich glaube, wir sind jetzt bei so einem großen Wurf. Ich glaube wirklich nicht, dass wir oder die anderen Kommunen, wir haben hier 600 Kommunen, soll jede einzelne Kommune jetzt gucken, wie kriegen wir das hin? Das wird nicht funktionieren. Ich glaube, wir brauchen einen großen Wurf und das heißt eine komplette Entschuldung, das heißt vielleicht auch einen Systemwechsel. Und ich glaube, ich hoffe, dass wir die Stärke haben als Gesellschaft, die Konsequenzen zu ziehen und zu sagen, wir können nicht so weitermachen wie vorher. Dankeschön. Gibt es weitere Wortmeldungen? Dann stelle ich hiermit den ersten Nachtrag zum Haushalt gemäß RV 28/2020 zur Abstimmung und bitte bei Zustimmung um Ihr Handzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Eine. Enthaltungen? Auch eine. Dann bei 23 Ja-Stimmen und jeweils einer Enthaltung und einer Nein-Stimme mit deutlicher Mehrheit angenommen. Nächster Tagesordnungspunkt 17.4, städtische Kita-Förderung in der Zeit des Betreuungsverbotes. Punkt 1, die Pro-Kind-Förderung nach der Flensburger Modellkita. Punkt 2, Personalkostenerstattung für das zusätzliche Personal nach der Flensburger Qualitätsoffensive. Grundlage ist die Ratsvorlage 39/2020, auf die ich hiermit verweise. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Keine, dann gebe ich hier auch diese Ratsvorlage hiermit zur Abstimmung und bitte bei Zustimmung um Ihr Handzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Sehe ich nicht. Enthaltungen? Auch nicht. Danke. Ebenfalls einstimmig angenommen. Und wir kommen zu Tagesordnungspunkt 17.5. Finanzierung des offenen Ganztags in der Zeit des Betretungsverbotes. Ich verweise auf die Vorlage RV 40/2020. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Auch nicht. Dann schreiten wir zur Abstimmung. Bei Zustimmung bitte ich wieder um Ihr Handzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Keine. Enthaltungen? Auch nicht. Und damit ebenfalls einstimmig angenommen. Herzlichen Dank. Tagesordnungspunkt 17.6. Vorziehen der Parkgebührenanhebung vom 01.01.2021 auf den 01.07.2020 und Ausweitung der Bewirtschaftungszeiten. Grundlage ist die FA 3/2020 und hierzu gibt es eine erste Ergänzung als Antrag der FDP-Fraktion. Und gab es noch eine zweite von der CDU? Nein? Gut. Arne, gab es da nicht auch noch eine von der CDU? Nee? Okay, Entschuldigung. Gut, dann wird Berichterstattung gewünscht. Nein. Aussprache, Wortmeldung? Ja, zuerst Herr Burg und dann Herr Evers. Okay. Nein, Herr Elling, Herr Ellermann. Entschuldigung. Ich muss erstmal die Brille putzen. Ich stelle so ein bisschen die Frage, ob es in Zeiten nach Corona nicht eins der wenigen Instrumente ist, mit denen wir aktiv die Innenstadt irgendwie entlasten können. Also es war attraktiv. Es soll attraktiv sein, in die Flensburger Innenstadt zu fahren, um da zu shoppen und nicht in die ganzen Center rundherum, wo das Parken umsonst ist. Ich bin mir bewusst, dass wir eine schwierige Finanzsituation haben. Ich glaube, wenn wir die Geschäfte in der Stadt kaputt machen, wird die noch schwieriger.
Und hier jetzt einfach anzufangen, so viel Geld bei den Bürgern abzuschöpfen, dass sie gar nicht mehr in die Stadt fahren, weil es halt immer Geld kostet, halte ich jetzt irgendwie für, oder ich möchte ein Fragezeichen daran setzen, ob das immer noch das richtige Zeichen ist. Vielleicht wäre das auch möglich, das auch nochmal zurückzustellen in den Ausschuss, um das ein bisschen breiter zu diskutieren. Dankeschön. Ratsherr Ellermann. Ellenberg, Entschuldigung, Mann. Entschuldige. Das kommt, weil wir sonst mal per Du sind. Ja, sehr geehrter Herr Stadtpräsident, liebe Flensburgerinnen und Flensburger, das ist halt genau das, warum halt wir halt auch gesagt haben, dass wir diesen Zustand, so wie es jetzt ist, ganz gerne konservieren wollen. Und deshalb haben wir da auch einen Antrag jetzt gestellt, den wir jetzt gestellt haben. Die Frequenz in der Stadt ist extrem zurückgegangen. Und es ist auch so, dass das sich das gesamte Fahrverhalten der Leute durch die ganzen Kontaktbeschränkungen halt auch stark verändert hat. Und deshalb sollten wir jetzt auf gar keinen Fall die Gebührenschraube jetzt nach oben drehen und deshalb zumindest bis zum Jahresende quasi die ganze Debatte zumindest mal vertagen. Und das ist das, was wir wollen, und deshalb freue ich mich halt, wenn da auch möglichst viel Zustimmung dazu da ist. Das war's. Dann legen wir Wortmeldung vor von Ratsherr Kort, SPD, und Ratsfrau Katja Clausen von dem Bündnis 90 Die Grünen, und dann Bürgermeister Brüggemann in dieser Reihenfolge, bitte. Herr Präsident, liebe Kollegen, ich sehe diese Erhöhung weniger unter dem finanziellen Aspekt, sondern mehr unter dem Aspekt, den wir im Super eigentlich immer verfolgt haben, mit dem Aspekt der Steuerung des ruhenden Verkehrs. Wir möchten gerne erreichen, dass die Menschen weniger mit dem Auto in die Stadt fahren, die Flensburger. Die Auswärtigen dürfen gerne mit dem Auto in die Stadt kommen, habe ich kein Problem. Die dürfen dann aber auch gerne den höheren Preis zahlen. Aber wir sollten dahin kommen, dass die Flensburger den ÖPNV nutzen. So wie ich mich daran gewöhnt habe, seit gestern eine Maske im Einzelhandel zu tragen, werden wir alle uns daran gewöhnen, im Bus eine Maske zu tragen. Und dann sollten wir den ÖPNV massiv nutzen. Und das kann man auch erreichen, indem man das Parken etwas teurer macht. Die Zeit, die wir jetzt haben, wo wir wenig dänische Besucher oder gar keine haben, zeigt ja auch, dass man mit den Flächen, wenn sie denn leer bleiben, auch was Ordentliches machen kann. Ich spreche von dem Schiffbrückparkplatz, den wir seit Jahren mit einigen Fraktionen gerne für bessere Zwecke nutzen wollen. Die Einnahmen dort sind nicht so besonders hoch. In der Vorlage wird getan, als würden da 25.000 Euro eingenommen, aber das betrifft alle öffentlichen Parkplätze. Denn der Schiffbrückparkplatz wird zu einem großen Teil genutzt von Menschen, die keine Parkgebühren bezahlen, weil die Tickets nicht nach Dänemark verfolgt werden. Lasst uns den Schiffbrückparkplatz für alle Bürger, auch Bürger ohne Autos, nutzen. Das ist ein Gewinn für die Stadt, das macht die Stadt attraktiver. Und dann kommen die Leute auch in die Stadt zum Einkaufen und fahren nicht zum Citymarkt, denn da ist es nicht so attraktiv. Vielen Dank. Ratsfrau Katja Clausen, Bündnis 90 Die Grünen. So. Liebe Ratsversammlung, liebes Stadtpräsidium, sage ich jetzt mal.
Das Vorziehen der Parkgebühren bevorzugen oder beziehungsweise dem möchten wir uns absolut zustimmen, dem möchten wir uns absolut anstimmen. Der Antrag ist ja alternativ gestellt und zwar gibt es eine erste Alternative und eine zweite Alternative. Wir sprechen uns hier eindeutig für die zweite Alternative aus und möchten dazu auch noch die kumulativ dritte genannte Alternative auch noch mit einbringen und sprechen uns auch dafür aus. Axel Kort von der SPD hat gerade schon sehr vieles gesagt, was wir auch unterstützen. Wir wollen natürlich die Innenstadt entlasten, weniger Autos und dafür den ÖPNV stärken. Und dafür müssen wir auch Zeichen setzen. Zeichen, dass es in der Innenstadt teuer zu parken ist. Und auf der anderen Seite in Zeiten wie diesen, wo wir noch nicht ganz wissen, wie teuer jetzt die insgesamte Finanzlage wird, ist es auch an unserer Seite, die Regelungen zu treffen, die wir bestimmen können, eben auch durchzusetzen. Und das ist eben ein Mittel, die Parkgebühren zu erhöhen. Und deswegen möchten wir bitten, dass die anderen dem auch so zustimmen. Dankeschön, Bürgermeister Brüggemann. Wir sehen jetzt gerade auch in der Diskussion, die wir jetzt hier führen, dass Corona, die Corona-Situation als Grund herhalten soll, etwas auszusetzen, etwas nochmal zu überdenken. Davor warne ich, nicht prinzipiell, aber ich warne davor bei Themen, wo wir überzeugt sind, dass sie der richtige Weg sind. Wir haben einen sehr guten, langen, auch kontroversen Diskussionsprozess gehabt in Bezug auf den Masterplan Mobilität. Da haben wir uns, glaube ich, Ende vorletzten Jahres zusammengesessen und haben gesagt, ja, das ist das Konzept, was wir wollen, was wir als gut erachten, um das Thema Mobilität in Flensburg in eine richtig gute Zukunft zu führen. Da waren wir überzeugt von. Und dieser Weg hat ganz, ganz viele Bausteine. Und wenn man sich die auch klimapolitischen Diskussionen, die Nachhaltigkeitsdiskussionen anguckt, spielt das Thema Mobilität eine massive Gewichtigkeit. Das ist wichtig. Und da können wir es uns, glaube ich, nicht erlauben, gerade wenn wir es geschafft haben, ein Papier auf den Weg zu bringen mit dem Masterplan Mobilität, dass wir uns durch jetzt Corona oder was immer da kommen mag, wir uns von diesem Weg abbringen lassen. Und ein Schritt auf diesem Weg ist dieses Thema Parkgebühren, die relative Verteuerung des individuellen oder der individuellen Mobilität, des individuellen Parkens im Vergleich zu anderen Mobilitätsformen. Das wollen wir, das ist wichtig und das ist das ein Schritt. An dieser Stelle konkret mit dieser Vorlage, mit dem positiven Nebeneffekt, dass wir dadurch andere Maßnahmen, die wir auch wollen im Zusammenhang mit dem Masterplan Mobilität, dass wir die auch durchführen und finanziert bekommen. Sollte uns an dieser Stelle das Thema der Finanzierung wegbrechen, haben wir durchaus auch ein Problem mit den Maßnahmen, die wir jetzt auch in 2020, 2021 in anderen Schritten der Umsetzung des Masterplan Mobilität umsetzen wollen. Da sind wir beim Thema Modifizierung der Parkraumbewegung oder des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes, wo wir 70.000 Euro in die Hand nehmen wollen. Das Thema Mobilitätsbefragung ist ganz, ganz wichtig. Und dann auch sonstige Maßnahmen sind alle dargestellt in der Vorlage. Das heißt, wenn uns an dieser Stelle die Finanzierung nicht mehr da ist, das war auch ein Ring, auch ein finanzpolitisches Ring, dann werden wir auch gucken, wie wir diese Themen dann auch schieben müssen, weil das Geld wird nicht da sein und es wird schwieriger da sein, auch in der Zukunft. Vielen Dank. Als nächstes Ratsherr Rüstemeier, CDU, und danach Ratsherr Dürkop, SSW.
Herr Stadtpräsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Brüggemann, das müssen wir dann wohl mal. Also ich kann wirklich nicht begreifen, wie man wirklich sehenden Auges durch die Stadt geht, sieht, wie ein Einzelhändler nach dem anderen also wirklich schwer gebeutelt ist, wenn er überhaupt seine Pforten öffnen darf momentan. Und jetzt kommt die Stadt und sagt, wir ziehen hier die Parkgebührenerhöhung vor. Also wer mich kennt, weiß, wie schwer ich mich tue, FDP-Anträgen zuzustimmen. Aber dieser Antrag, Björn Ellenberg, ist ausgewogen, weil er nicht sagt, wir lehnen das grundsätzlich ab, das kennt man ja von der FDP, sondern er sagt, nein, wir beschließen es nicht heute, sondern bitte lasst uns das erst zum 01.01.2021 machen, denn da sind wir hoffentlich über dieses Thema hinweg. Und da muss das auch kommen. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass Maßnahmen vorgezogen werden, zum Beispiel das Thema Norderstraße, war ja irgendwie nicht, oder andere Themen. Also man kann sicherlich Dinge auch mal vorziehen, aber dieses Signal jetzt in dieser Zeit zu senden, wo Unternehmen, die hier unsere Gewerbesteuer eigentlich zahlen sollen, existenzielle Ängste und Nöte haben, vor dem Ruin stehen, möglicherweise gar nicht wissen, wie sie selber die nächsten Jahre noch überleben sollen als Privatperson, dann zu sagen, jetzt machen wir nochmal so ein Signal für diejenigen, die eigentlich als Kunden hier in die Stadt kommen und machen es teurer, gerade in dieser Situation, wo sich alles in Bewegung setzt und alle ihre bisherigen Verhaltensweisen überprüfen und wir nur hoffen können, dass die Innenstadt weiterhin lebendig sein wird nach Corona. Das wissen wir heute noch nicht. Die Leute gehen zum Online-Händler, stellen möglicherweise fest, dass es ja irgendwie ganz gemütlich ist und werden möglicherweise künftig dieser Innenstadt den Rücken kehren. Das will ich nicht hoffen, denn nirgendwo kann man so gut einkaufen wie in Flensburg und so schön. Also großes Plädoyer, das weiterhin hier zu tun. Aber wir müssen doch hoffen, dass diese Innenstadt das überlebt. Und deswegen bin ich sehr dafür, heute nicht eine Parkgebührenerhöhung vorzuziehen. Vielen Dank. Als nächstes Ratsherr Dürrkorb, SSW, und dann habe ich noch Ratsherr Burg, ebenfalls SSW, und Ratsherr Schmidt, Bündnis 90 Die Grüne. Und dann wäre es schön, so mein Appell, wenn wir dann zum Abschluss dieser Aussprache kommen. Aber es geht auch nicht nur. Lauter bitte. Aber es, das sagt man mir selten. also es geht eben nicht nur um diese besonderen Umstände, die wir gerade haben. Das, was SPD und Grüne vorgetragen und die Verwaltung vorgetragen haben, dass man eben den Autoverkehr weniger attraktiv macht, wenn die in die Stadt rein wollen. Das, was Herr Brüggemann den richtigen Weg nennt, das ist eben nicht der richtige Weg, wenn man nicht auch gleichzeitig den ÖPNV attraktiver macht. Das eine geht eben, aber gleichzeitig, und das machen wir ja nicht. Nein, und das ist nämlich genau das Ding, wenn man nicht immer nur sagt, ja, wir machen hier das schwerer und unattraktiver für Autos, weniger Parkplätze, teurere Parkgebühren und nicht gleichzeitig auch ein bisschen visionär denkt, was und nicht immer nur davon redet, dann funktioniert das nicht. Dann nimmst du die Menschen nicht mit und dann ist so eine Verkehrswende nämlich nur auf dem Rücken der Bürger. Und dann wollen die Leute das nicht und dann wird es auch nicht akzeptiert und dann wird es auch kein Erfolg. Herr Burg, bitte. Wir sind beide von der gleichen Fraktion. Eben. Herr Brüggemann, ich bin ein wenig erstaunt bis entsetzt, wie leichtfertig Sie sich kurz den Nachtragshaushalt genehmigen lassen. Die 5 Millionen, die wir teuer eingespart haben, die sind mal eben weg. 1 Million ist draufgegangen, 3 Millionen versanden irgendwo und 1 Million bleibt übrig. Die Kassenkredite werden auf 150 Millionen erhöht und Sie fangen an und wollen 70.000 Euro nicht in Frage stellen. Das wird in einem halben Jahr unser kleinstes Problem sein, ob wir 70.000 Euro in Frage stellen. Wir werden ein massives Problem haben, was die Einnahmen dieser Stadt
betrifft. Wir müssen ein Fragezeichen an jede Ausgabe stellen, an jede Investition, die wir in diesen Größenordnungen vorbereiten. Wo soll dann das Geld herkommen? Selbst diese 150 Millionen, die ja dann wahrscheinlich schnell mal eben gebraucht sind, müsste ja irgendjemand mal zurückzahlen. Die Gewerbetreibenden in der Stadt gibt es da nicht mehr. Dann sieht Flensburg aus wie Schleswig. Die hatten auch mal ein kostenfreies Parkhaus. Ach, Entschuldigung, Schleswig ist schön. Also wir müssen irgendwie umdenken. Also, das wird ja nicht nächsten Monat zu Ende sein. Es wird auch nicht irgendwie am Ende des Jahres zu Ende sein. Schauen Sie sich mal an, wie lange es dauern wird, bis wir 80 Millionen Deutsche alleine geimpft haben, wenn es dann endlich mal einen Impfstoff gibt. Also wir werden mit dieser Situation noch sehr, sehr lange zu kämpfen haben. Die Gewerbetreibenden haben es noch viel, viel schlimmer als wir. Die haben nämlich gar keine Einnahmen bis gar keine Kunden. Ich weiß nicht, wer von Ihnen letztens mal in der Stadt war, warum auch immer. Da ist einfach nichts los, gar nichts. Die Inhaber der Geschäfte stehen draußen vor den Geschäften und gucken, ob nicht vielleicht mal einer guckt. Die grüßen alle ganz freundlich, ist total nett so. Aber es fehlt der Umsatz und dann haben wir auch keinen Umsatz mehr. Dann haben wir keine Gewerbesteuer, dann haben wir keine Einnahmen als Flensburg und dann haben wir ein Riesenproblem. Also wir müssen jetzt anfangen umzudenken, wir müssen diese Situation wahrnehmen und müssen einfach das, was ist, neu bewerten. Wir können nicht einfach machen, weiter wie bisher. Ratsherr Clemens Schmidt, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Burg, Sie haben gerade gesagt, wir können nicht weitermachen wie bisher. Aber genau das ist es ja. Es ist die ewig gleiche Diskussion, dass es so wäre, dass steigende Parkgebühren zu einer unattraktiveren Innenstadt führen würden. Das glaube ich einfach vom Grundsatz her schon nicht. Das stimmte vor Corona nicht, das stimmt auch immer noch nicht. Wir werden nie im Leben konkurrieren können mit einem City-Markt, was die Innenstadt und die Konkurrenzsituation zwischen City und Innenstadt angeht, mit den Parkgebühren. Da müssten wir sie auf Null schreiben und dann hätten wir immer noch einen Nachteil, weil die Parkplätze da nicht direkt vor der Tür sind. Was es braucht, ist eine Innenstadt, die attraktiv ist, weil man dort gerne sich aufhält, weil dort auch weniger Verkehr ist, als es momentan noch der Fall ist, weil es ein Erlebnis ist, in die Innenstadt zu kommen und dort einzukaufen. Und das müssen wir stärken und jetzt nicht auf alte Überzeugung zurückgreifen, weil es in Corona-Zeiten irgendwie noch mehr so scheint, als würde das etwas bringen. Es hat vorher auch schon nichts gebracht. Und ganz grundsätzlich brauchen wir die Verkehrswende auch während der Corona-Zeiten, denn die Klimakrise macht gerade keinen Halt, auch wenn wir Corona haben, was alles überstrahlt. Vielen Dank. Ratsherr Kort, SPD, bitte. Herr Stadtpräsident, liebe Kollegen, nur ganz kurz, ich sehe die Maßnahmen aus dem Masterplan Mobilität alle in Gefahr, unter dem Vorwand, wir haben ja Corona, wir können uns das nicht leisten, eine Verkehrswende durchzuführen, dann habt doch bitte auch die Eier in der Hose, zur nächsten Ratsversammlung einen Antrag zu stellen, der Masterplan Mobilität wird ausgesetzt mit allen seinen Maßnahmen, weil wir können uns das nicht leisten. Dazu müsst ihr dann aber auch stehen, dass Flensburg nicht mehr attraktiv werden soll oder attraktiver werden soll, was Umwelt, Aufenthaltsqualität und geht. Das war im letzten Jahr ein Riesentheater, überhaupt den Masterplan Mobilität mit all seinen Maßnahmen zu beschließen. Ich habe schon damals befürchtet, dass das nur so eine Schaufensterpolitik ist, dass wir uns bei jeder einzelnen Maßnahme wieder untereinander in die Wolle kriegen, ob es dem gefällt und ob es dem gefällt. Ihr müsst euch das mal reinziehen. Die Parkgebühren werden um 50 Cent in der Stunde erhöht. Es gibt da zwei Varianten. 50 Cent in der Stunde. Und das soll es unattraktiver machen für Menschen, in die Innenstadt zu fahren und nicht zum Citypark oder zum Fördepark, wo es die Geschäfte, die es in der Innenstadt gibt, ja gar nicht gibt. Unter der Attraktivitätsfrage kann das nicht sein. Ihr wollt, dass man weiterhin mit dem Auto fahren kann, auf vierspurigen Straßen durch die Stadt in wunderbare Parkhäuser und nicht mit dem ÖPNV fahren muss, weil der ist einfach so unattraktiv. Da sitzt man neben fremden Menschen und wer will das schon? Dazu müsst ihr dann aber auch stehen. Danke. Ratsherr Pelle Hansen, Bündnis 90 Die Grünen.
von Jürgen Muhl am Anfang März zurückerinnert, der im SHZ plötzlich anfing, ganz zu Beginn des Lockdown ein Loblied auf den Otto-Motor und die Dieselfahrzeuge zu singen, weil er nur so denken kann. Ja? Und das ist eben die große Herausforderung des Masterplan Mobilität und der Verkehrswende, dass wir anfangen, Mobilität anders zu denken als unsere Eltern und unsere Gewohnheiten. Der Masterplan Mobilität ist in seinem Gesamtkonstrukt umzusetzen und nicht nur in Einzelmaßnahmen, die uns vielleicht mal passen oder nicht. Ja, das fasst ineinander. Und wenn wir Einzelbausteine da rauslösen, weil wir vermeintlich wirtschaftsfreundlich sein wollen, und das wäre Ihr Beschluss gar nicht, wenn wir diese Einzelbausteine rauslösen, dann funktioniert das Gesamtkonstrukt nicht mehr. Warum ist es nicht wirtschaftsfreundlich, jetzt die Parkgebührenerhöhungen auszusetzen? Weil wir wissen, dass eine attraktive Innenstadt genau davon lebt, dass sie nicht vom Autoverkehr dominiert wird. Das sagen alle modernen Stadtplaner, sobald sie den motorisierten Individualverkehr rausnehmen aus der Innenstadt, wird die Innenstadt wieder attraktiv und dann wollen die Leute sich dort aufhalten. Und ich möchte Ihnen zur Finanzlage noch was anmerken. Natürlich fasst auch so ein Parkleitsystem ineinander. Wenn wir jetzt die Gebührenerhöhung rausnehmen, wir werden später noch über die Lizenzsituation mit unseren Parkhäusern sprechen. Also wie gestalten wir die Verträge mit unseren Parkhäusern, Segelmacher Straße zum Beispiel. Und die Parkgebühren in der öffentlichen Fläche, also die freien Flächen, wie zum Beispiel Axel Kort angesprochen hat, an der Schiffbrücke, die stehen ja in Konkurrenz zu den Stellplätzen, die in den Parkhäusern sind. Solange diese öffentlichen Flächen immer noch billiger zu beparken sind als die Parkhäuser, wird erstens das Blech nicht im Parkhaus stehen, sondern in der freien Fläche. Die Leute werden auch dauernd mit dem Auto hin und her fahren und zwischen Parkplätzen noch mehr Verkehr erzeugen und nicht in ihr zentrales Parkhaus fahren und dort einfach stehen bleiben. Und es setzt die wirtschaftliche Grundlage dieser Parkhäuser auch wieder in Frage, an denen wir nachher auch sehen werden, wie wir unsere Gebührenabschöpfung für die Stadt Flensburg zum Beispiel wieder gestalten. Das sind also Einnahmeausfälle, die Sie dadurch auch wieder auslösen, dass Sie die Parkhäuser unwirtschaftlicher machen. Also wir verlieren die Lenkungsfunktion in der Verkehrsleitung, wir verlieren die Wirtschaftlichkeit der Parkhäuser und wir setzen ein fatales Signal, nämlich dass Klimaschutz und Verkehrswende als allererstes auf der Streichliste stünden. Nein, lassen Sie uns die Verkehrswende machen, lassen Sie uns die Innenstadt attraktiv halten und wir brauchen auch die Flächen im öffentlichen Raum, genau die Flächen, die jetzt vom PKW zugestellt werden, für die Menschen, die auch mehr Begegnungsraum brauchen. Wir haben eine Flächenkonkurrenz in der Stadt, in den Straßen, auf den Parkflächen und wir brauchen diese Flächen, damit Menschen auch mit Sicherheitsabstand aneinander vorbeikommen. Und ich finde es toll, wie wenig PKW zurzeit an den Wochenenden auf dem Schiffbrückparkplatz stehen. Ja, das kann man so weiterdenken. Wir brauchen diesen Schiffbrückparkplatz nicht. Wir können den auch anders nutzen und wir können auch die Anreize dafür schaffen, dass die Parkhäuser besser genutzt werden. Deswegen plädiere ich sehr dafür, dass wir hier dem Punkt 2 in Kombination mit dem Punkt 3 zustimmen. Das ist auch der Diskussionsstand im Super. Danke. Noch einmal Ratsherr Kai Richard für die FDP und dann würde ich wirklich gerne langsam zum Ende der Aussprache kommen. Sehr geehrter Herr Stadtpräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch ich tue jetzt etwas, was mir schwerfällt. Ich pflichte Arne Rüstemeyer bei. Herr Brüggemann, Sie haben gesagt, Corona kann jetzt nicht der Grund sein, um hier Veränderungen vorzunehmen. Ja, was bitte dann? Was bitte ist denn der Grund gewesen, warum wir das heute vorgezogen haben? Das ist doch die Corona-Krise, wenn ich mich da richtig erinnere.
Und bislang war doch immer die Begründung, die man hier angegeben hat, warum man diese Masterplan-Mobilitätsgeschichten, die die Schiffbrücke und die Parkplätze betreffen, war doch immer die Begründung, naja, das werden die Kaufleute schon aushalten. Und hinter vorgehaltener Hand heißt es dann, ja, was wollen auch die ganzen Dänen hier? Ja, wir wollen die Innenstadt sowieso lieber für uns haben. So, und jetzt geht es den Kaufleuten aber dreckig. Arne Rüstemeyer hat das gesagt, sie müssen doch einfach nur mal mit offenen Augen durch die Stadt gehen, dann sehen sie das doch. Und jetzt sagen sie auch noch, naja gut, die Kunden sind ja weg, ja und? Sieh zu, wie du damit klarkommst, was ist das denn bitte für ein Zeichen von Verantwortungslosigkeit? Was macht denn die Innenstadt attraktiv? Was macht die Innenstadt attraktiv? Die Innenstadt macht attraktiv, dass dort Kaufleute sind, die dort Geld erwirtschaften und mit diesem Geld die Innenstadt erhalten. Wie würde das denn aussehen, wenn dort die Innenstadt, die Häuser nicht erhalten wären? Wäre das dann noch eine attraktive Innenstadt? Wäre das die Innenstadt, wo die Leute, wo die Gäste, die zu uns kommen, hierher kommen und dahin gehen? Eher nicht. Es gab das Beispiel einer anderen Stadt schon, die übrigens ein großes Parkhaus hat oder hatte. Ich weiß nicht, ob das inzwischen wieder eröffnet ist. Da kann man sehen, wie man es falsch macht. Und bei uns läuft es trotz dieser Politik, muss man ganz ehrlich sagen, weil wir trotzdem noch attraktiv, so attraktiv sind, dass Leute zu uns kommen und hier ihr Geld ausgeben. Und den Vogel schießt das ab, wenn Sie, Herr Hansen, sagen, ist doch toll, dass am Wochenende so wenig Autos da sind. Super, so können wir weitermachen. Also da muss ich mich echt sagen, in welchem Film bin ich denn hier? Ist es toll, dass wir hier die Krise haben? Ist es toll, dass hier die Wirtschaft abstürzt? Ist es toll, dass wir keine Gewerbesteuer mehr haben? Also das ist wirklich desaströs. Und ich hoffe ganz stark, dass wir hier zur Realität zurückfinden. Ja, danke für die kontroverse Diskussion. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Jetzt nochmal meine Frage an Herrn Bog. Ich hatte das irgendwie wahrgenommen, dass Sie beantragt hatten, die Vorlage wieder in den Ausschuss zurückzubringen. Okay, dann müssen wir uns damit nicht weiter befassen und wegen der Verfahrensweise schlage ich vor, dass wir zuerst über die erste Ergänzung, den Antrag der FDP-Fraktion, abstimmen und bitte bei Zustimmung um Ihr Handzeichen. Der Dürkopf hat sich auch noch gemeldet. Dankeschön. Gegenstimmen? Enthaltungen? Keine. Dann ist die erste Ergänzung der Antrag der FDP-Fraktion bei 14 Ja-Stimmen und 13 Nein-Stimmen hiermit gebilligt. Dankeschön. Tagesordnungspunkt 17.7, Honorarordnung für die Volkshochschule der Stadt Flensburg. Ich verweise auf die Vorlage FA 116/2019. Besteht Bedarf an Aussprache? Ist nicht der Fall. Dann bitte ich bei Zustimmung um Ihr Handzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Keine. Enthaltungen? Eine. Dann bei einer Enthaltung. Oh, Entschuldigung. Zwei. Dann bei zwei Enthaltungen mehrheitlich angenommen. Tagesordnungspunkt 17.8. Entgeltordnung für die Flensburger Museen der Stadt Flensburg. Ich verweise auf die Vorlage RV 2020 und frage, ob es Aussprachebedarf gibt. Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich bei Zustimmung um Ihr Handzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? Drei, vier. Enthaltungen? Aber trotzdem keine 25. Aber es ist klar. Also gezählt haben wir 19 Ja-Stimmen,
4 Gegenstimmen und eine Enthaltung, eine ist uns untergegangen, macht aber hat keinen Einfluss auf die Mehrheitsentscheidung. Damit ist auch diese Vorlage angenommen. Tagesordnungspunkt 18, Kulturförderung. 18.1, Entscheidung über Anträge auf institutionelle Kulturförderung. Hier das Aktivitätshuset. Beratungsstand Ausschuss für Kultur und Tourismus am 13.02.20. Und Grundlage ist die AKT 1/2020 in der ersten Ergänzung, auf die ich hiermit verweise. Gibt es dazu Aussprachebedarf? Bei Zustimmung bitte ich um Ihr Handzeichen. Tagesordnungspunkt 18.2, Förderung von freien Kultureinrichtungen. Darf ich mich noch enthalten? Wie? Ja. Ich würde mich zu dieser Vorlage enthalten. Oh, Entschuldigung, habe ich vergessen abzufahren. Ja, alles gut. Sah von hier aus einstimmig aus. Entschuldigung. 18.2, Förderung von freien Kultureinrichtungen für Ausstattung und Investitionen. Verweise auf die Vorlage AKT 13/2020. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Ist nicht der Fall, dann bitte ich bei Zustimmung um Ihr Handzeichen. Dankeschön. Gegenprobe, Gegenstimmen? Enthaltungen? Okay. Tagesordnungspunkt 18.3, Entscheidung über kulturelle Projektförderung. Ich verweise auf die Vorlage AKT 14/2020. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Dann bitte ich bei Zustimmung um Ihr Handzeichen. Das sieht aber jetzt einstimmig aus. Hier vorne nicht. Gut. Gegenstimmen? Ach so, war fertig mit Zählen? Okay. Gegenstimmen? Keine. Enthaltungen? 4. Dann bei 4 Enthaltungen mehrheitlich angenommen. Dankeschön. Tagesordnungspunkt 19, Vorplanungsaufträge 19.1, altes Gymnasium, Maßnahmen zur räumlichen Optimierung, Vorplanungsauftrag. Ich verweise auf die Vorlage FA 8/2020. Da gibt es eine Wortmeldung, Herr Burg. Ja, eine kurze Nachfrage. Ich wollte fragen, ob KI eigentlich die Ressourcen hat, um da jetzt diese Vorplanung für das Geld zu machen, ob das ein guter Preis ist, ob das vielleicht ein bisschen teuer ist, ob das vielleicht extern ausschreiben. Sie wundern sich vielleicht über die Nachfrage, aber die Bürgermeisterin hat ja gerade Schaden von der Stadt abgewandt, als sie in einer Dringlichkeitsentscheidung beschlossen hat, dass der Kunstrasenplatz dringend jetzt von KI geplant werden muss, damit da die Ressourcen optimal eingesetzt werden. Deswegen diese kritische Nachfrage, weil das klingt ja so, als ob da viel zu tun ist bei Ihnen. Haben Sie denn da die Ressourcen für? Danke. Herr Brüggemann. Herr Brüggemann. Achso, ah ja. Sehr geehrter Herr Stadtpräsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Thema Kunstrasenplatz war durchaus dringlich, weil wir da im Prozess waren. Da haben wir den Grundsatzbeschluss, den Vorplanungsauftrag gehabt aus dem November letzten Jahres. Wir sind in die Planung gegangen, das Verfahren lief, die Personalkapazitäten wurden bereitgestellt und da ist auch eine deutliche Erwartungshaltung gegenüber oder von den Sportvereinen, vom Trägerverein artikuliert, da auch dieses Jahr auch in die Pötte zu kommen. Und so gesehen, weil das im Fluss war, wir auch schon eine Vorberatung hatten im Bildungs- und Sportausschuss, wo einstimmig zugestimmt wurde, haben wir gesagt, okay, da sehen wir die Dringlichkeit, dass wir jetzt sagen, wir bringen es auf den Weg. Bei den 3 Vorplanungsaufträgen oder auch jetzt Freibad Weiche, da ist die Dringlichkeit nicht so gegeben, sondern wir holen uns jetzt dort den Vorplanungsauftrag, dass wir gucken, auch strategisch,
was steht an Sanierungs- und Baumaßnahmen. Hintergrund ist da natürlich, die Gebäude sind in die Jahre gekommen. Es gibt durchaus brandschutztechnische Ertüchtigung, die Notwendigkeit. Dann stehen wir gerade bei den Gymnasien vor der Herausforderung, dass wir dann irgendwann wieder G9 abbilden müssen. Nicht unbedingt beim Fördergym, die sind G9, aber beim alten Gym und beim AVS. Und dass wir da uns jetzt den grundsätzlichen Auftrag holen, in den nächsten Monaten, auch Jahren, das voranzutreiben. Natürlich mit den Schulleitungen, mit Kollegien, mit dem Schulträger zu gucken, welche Bedarfe haben wir, was aber durchaus ein etwas längerfristiger Prozess ist. Schon auch mit der Zielstellung, wenn dann wieder G9 ist, dass wir da dann auch diese baulichen Lösungen umgesetzt haben. Das heißt, da ist eine stärkere Planungsperspektive, eine längere Planungsperspektive im Vergleich zum Thema Kunstrasenplatz. Und das erklärt dann auch, warum wir hier gesagt haben, okay, hier holen wir uns den Grundsatzbeschluss. Wir hatten auch die Vorbereitung im Bildungsausschuss jetzt in der Ratsversammlung und dann arbeiten wir weiter, aber nicht mit dieser zeitlichen Dringlichkeit, wie wir es gesehen haben, Kunstrasenplatz. Und natürlich ist es jetzt auch verwaltungsintern, KI-intern die Herausforderung, da die Personalkapazitäten so einzusteuern, dass wir diese Prozesse natürlich auch mit externer Unterstützung, das heißt, wir werden die Maßnahmen natürlich auch ausschreiben, das werden wir nicht selber planen, sondern wir werden in die Projektsteuerung gehen und kleine Sachen selber planen, aber dann mit externer Unterstützung, dass wir das auf den Weg bringen. Dankeschön. Gibt es weitere Wortmeldungen? Sehe ich nicht. Dann bitte ich bei Zustimmung zur FA 8/2020 um Ihr Handzeichen. Und sehe Einstimmigkeit. Dankeschön. Gegenstimmen? Keine. Enthaltungen? Auch keine. Einstimmig angenommen. Danke sehr. Tagesordnungspunkt 19.2, Fördergymnasium, Maßnahmen zur räumlichen Optimierung, Vorplanungsauftrag. Ich verweise auf die Vorlage FA 9/2020. Gibt es dazu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Bei Zustimmung bitte ich um Ihr Handzeichen. Das sieht auch da komplett aus. Dankeschön. Gegenstimmen? Keine. Enthaltungen? Auch keine. Okay, danke, auch einstimmig. Tagesordnungspunkt 19.3, Auguste-Viktoria-Schule, Maßnahmen zur räumlichen Optimierung, Vorplanungsauftrag wiederum. Ich verweise diesmal auf die Vorlage FA 15/2020 und bitte bei, gibt es Gesprächsbedarf? Ich sehe keine Wortmeldung. Bei Zustimmung bitte ich um Ihr Handzeichen. Das sieht wieder nach Einstimmigkeit aus. Danke. Gegenstimmen? Keine. Enthaltungen? Auch keine. Ebenfalls einstimmig angenommen. Danke sehr. Tagesordnungspunkt 19.4, Freibad Weiche, zukünftiges Vorgehen. Hier geht es um den Vorplanungsauftrag über den Erhalt des Freibades. Es liegt vor die FA 13/2020 und dazu gibt es eine erste Ergänzung als Antrag der CDU-Fraktion. Verweise auf die Vorlagen. Gibt es noch? Herr Rüstemeier, CDU, bitte. Herr Stadtpräsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe im Vorwege noch etwas an die Fraktionsvorsitzenden gemailt, damit etwas deutlicher wird, was möglicherweise in der Fachausschussberatung quer angekommen ist. Bei unserer ersten Ergänzung ging es nicht darum, eine bestimmte Firma zu beauftragen, sondern eigentlich die Verwaltung zu bitten, externen Sachverstand einzubinden. Und da bieten sich bestimmte Firmen sicherlich an, besser als andere. Aber das ist natürlich ein Auftrag, der ordnungsgemäß gut recherchiert von der Verwaltung abzuarbeiten wäre. Und da wollen wir gar nicht reingrätschen. Deswegen ist mein Vorschlag, damit es etwas deutlicher wird, dass hier noch gar keine Präjudiz für eine Auswahl besteht, den Antrag etwas abändern und einfach nur sagen, die Stadt Flensburg wird beauftragt, ein externes Vorgutachten einzuholen, um den Sanierungsbedarf des Freibades Weiche feststellen zu lassen. Ich glaube, dass es möglich ist, für relativ kleines Geld dieses Vorgutachten zu bekommen und dadurch auch
einschätzen zu können, was sind die besten Maßnahmen. Ich glaube nicht, dass wir Experten für Freibäder bei uns im Hause haben. Deswegen glaube ich, dass es an dieser Stelle Sinn macht, Externe einzubinden. Und wenn man zumindest mal einen Externen fragt, der in der Umgebung unterwegs ist, dann kann man das tatsächlich für ein Zehntel des Preises hinbekommen, den wir für die Ursprungsvorlage der Verwaltung hinlegen würden. Dieses Geld, das da drin steckt, das könnte man sehr gut nutzen als Grundlage, als Grundstein für eine mögliche Sanierung, wenn sie denn dann entsprechend vorgeschlagen wird. Der mit dem Vorstand des Vereins ist das so abgestimmt. Das ist, scheint dort gut anzukommen, dieser Vorschlag. Wir würden darum bitten, dieser Ergänzung, dieser zweiten Ergänzung dann zuzustimmen. Ich gebe das schriftlich dem Stadtpräsidenten. Vielen Dank. Dankeschön. So, ich habe mehrere Wortmeldungen. Als erstes Ratsherr Björn Ellenberg von der FDP. Jetzt habe ich es auch richtig. Ja, halt, wir würden der zweiten Variante dann so halt auch zustimmen. Wir haben halt nur die Frage, zu welchem Zeitpunkt dieses Gutachten dann halt idealerweise halt erstellt werden sollte, weil halt sollte das Freibad dieses Jahr gar nicht aufmachen dürfen zum Beispiel, wäre es dann halt nicht so sinnvoll, das halt erst im nächsten Jahr zu beantragen vielleicht, also dieses Gutachten zu generieren und so weiter. Das ist die Rückfrage, die ich noch hätte. Ansonsten halt würde ich dem so zustimmen. Als nächstes Ratsherr Pfingsten, SSW, bitte. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Stadtpräsident, liebe alle, danke für beide Anträge, für beide Ideen. Bitte dabei bedenken, die Weicher Bürgerinnen und Bürger sind aktiv, wie üblich schon frühzeitig. So zum Beispiel schon im Januar und Februar 2020 mit Lokalpolitikern unserer Oberbürgermeisterin vor Ort in Diskussion. In Weiche, wo sonst, strahlt das Freibad einen besonderen Charme aus. Auf den Stadtteil, auf die Stadt und das enge Umland mit all ihren positiven, bekannten Aktivitäten. Einen Charme basierend auf Ehrenamtlichkeit, aus Freundlichkeit, aus Freiwilligkeit, in Ruhe und Natürlichkeit. Die Schlichtheit und die Einfachheit der Anlage ist kein Problem, sondern wird von allen positiv angenommen, so unter anderem auch bei den Schlüsselbadern. Die Erreichbarkeit mit dem ÖPNV und so weiter ist gegeben. Natürlich bedarf es dringender Investition und Umgestaltung im Rahmen der obigen beschriebenen Bedingungen. Dazu sind ja auch die Vorlagen notwendig. Das Besondere: Aktuell wird eine sich selbst finanzierende Studie, ein Konzept entwickelt im Mastergang der Universität Flensburg. Studierende der Europa-Universität Flensburg erstellen im Rahmen des Service Learning Projekts einen Plan für die Außenanlagengestaltung und die vorgeschlagenen und notwendigen Investitionen hierfür werben sie selber ein. In Weiche, im Stadtteilforum, im Trägerverein und so weiter ist man gemeinsam aktiv. Wir vom SSW sehen es als wichtig an, dieser Eigeninitiative im und aus dem Stadtteil
mit in die Vorplanungsarbeiten einzubinden, inklusive Sponsoring. Da haben wir auch noch was in der Hinterhand in Weiche. Wir unterstützen den vom SSW aus gesehen, den zweiten Ergänzungsantrag der CDU. Danke. Ja, vielen Dank, Ratsfrau Döring, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Stadtpräsident, liebe alle, wir waren sehr irritiert, als wir die erste Ergänzung auf die Tagesordnung gesehen haben, weil wir haben uns in der letzten Ausschusssitzung ungefähr eine halbe Stunde sowohl mit dem ursprünglichen Antrag als auch mit der ersten Ergänzung beschäftigt. Anna Rustemer hatte recht, am Anfang gab es Irritationen, wie eng oder wie weit sollten wir diese Ergänzung verstehen. Danach hatte aber Herr Brüggemann sehr klar und deutlich erläutert, was so eine Vorplanung in sich beinhaltet. Daher hat der Ausschuss fast einstimmig die CDU-Fraktion überzeugt, die Vorlage zurückzuziehen. Das heißt, wir werden die Vorlage der Verwaltung nach wie vor bevorzugen, weil, und das wahrscheinlich, das ist das, was jetzt Henning Brüggemann erläutert, er hat tatsächlich knapp und kurz dargestellt, was in dieser Vorplanung passieren soll. Es beinhaltet unter anderem das Einbeziehen von Aktiven vom Freibad Weiche und auch Expertisen, die in der Stadt in verschiedenen Konstellationen vorhanden ist. Dankeschön. Dankeschön. Bürgermeister Brüggemann, bitte. Sehr geehrte Stadtpräsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist ja die Frage, welche Verfahrensschritte bedarf es, um das Thema Freibad Weiche auch inhaltlich voranzutreiben. Wir hatten schon einen Diskussionsstand im Bildungsausschuss, Sportausschuss und im Finanzausschuss, wo wir durchaus auch mit externer Unterstützung die Notwendigkeit in der Sanierung aufgenommen haben und auch eine erste Hausnummer genannt haben, ganz grobe Schätzung. Das heißt, formuliert ist gewesen, dass die Vorlage Ende letzten Jahres, dass wir einen Sanierungsbedarf am Becken haben. Das ist durchaus marode, dass die technischen Anlagen marode sind, dass man sich mit den Grünflächen auseinandersetzen muss. Hochgeschätzt 800.000 Euro. Jetzt liegen zwei Anträge vor. Der Verwaltungsantrag sieht vor, wir gehen dann grundsätzlich in die Vorplanung rein, gucken natürlich mit externer Unterstützung, mit dem Bäderbauer, mit Technikanlagen, gerne auch, was Freianlagenplanung betrifft, mit der Universität, natürlich in enger Abstimmung mit dem Betreiber Freibad Weiche, dass wir da ganz konkret gucken, was ist gewollt, wie ist der Stand, welche Defizite haben wir, um dann auf Basis dieses Vorplanungsauftrages dann in einen Durchfinanzierungs- und Durchführungsbeschluss zu kommen, ja, in einer Größenordnung von X, 800.000 plus, werden die und die Maßnahmen gemacht. Das ist der Verfahrensschritt, den wir als Verwaltung vorschlagen. Was noch offen ist, ist die Fragestellung, mit wem werden wir diesen Vorplanungsauftrag durchführen. Natürlich mit externer Unterstützung von Fachfirmen, aber ich würde mir auch sehr gerne die Expertise des Campusbades, der dort der technischen Abteilung nehmen wollen. Das heißt, wir werden dann auch, wenn eine entsprechende Beschlusslage vorliegt, dann auch in Abstimmung mit dem Campusbad gehen, mit dem TBZ, wie wir da auch die Expertise reinholen. Die erste Ergänzung geht davon aus, dass man durchaus mit etwas schlankem Geld, so werte ich das, ein Zehntel, 2.000, 3.000 Euro, nochmal in die Kostenschätzung reingeht.
geht. Das wird das Verfahren natürlich verzögern. Das heißt, die Frage ist, mit welcher Erkenntnis geht man dann aus so einem Auftrag heraus? Die Größenordnung erfahrungsgemäß 2.000, 3.000 Euro. Ich bin mir nicht sicher, welchen Erkenntnisgewinn wir aus diesem Betrag haben im Vergleich zu dem, was wir auch schon vorgestellt haben im Sportausschuss und Finanzausschuss Ende letzten Jahres. Aber natürlich obliegt es Ihnen, zu sagen, okay, wir wollen nochmal diese Schleife drehen, um auf der Basis dann in einem weiteren Verlauf dann in die Vorplanung zu gehen, um da dann grundsätzlich ja, diese Vorplanung zu machen, die dann bei einem Investitionsvolumen von 800.000 plus durchaus diese, diese Kostenhöhe von gut 20.000 haben wird. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Dann habe ich noch in dieser Reihenfolge Justus Klebe, SPD, und Ratsherr Axel Kort, ebenfalls SPD. Okay, danke. Und Herrn Bog danach. Gut. Herr Stadtpräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss ehrlich nochmal daran appellieren, wo wir jetzt im Moment stehen. Es ist so, dass eine erste Schätzung da war über die 800.000 Euro. Diese Information ist gekommen. Wir gehen ja jetzt sozusagen in die Vorplanung. Also wir haben so eindeutige Hinweise zu dem CDU-Antrag bekommen in den Ausschüssen. Ich war im Bildungs- und Sportausschuss dabei. Erstmal der ganz klare Hinweis, Spezialisierung der Firma geht schon mal gar nicht. Ja, also Vergaberecht, das haben wir raus. Aber trotzdem auch mit dem Hintergrund, dass Expertise in der Stadt vorliegt. Dass Expertise da ist, Campusbilder GmbH wurde angesprochen, dass sich auch externe Expertise nochmal dazugeholt wird. Also ich verstehe so ein bisschen den Hintergrund nicht. Ich verstehe auch den Hintergrund nicht, weil wir sowieso schon in Verzögerung sind. Die Frage wird offen sein, können die dieses Jahr überhaupt öffnen? Die Frage ist natürlich auch, oder es geht im ersten Schritt darum, kleinere Maßnahmen zu ergreifen, nicht sofort eine riesen Geldsumme, sondern kleinere Maßnahmen zu ergreifen, damit eine Öffnung möglich ist. Ja? Und dann sozusagen jetzt nochmal eine Stufe vorzuschalten, kann ich beim besten wenig nachvollziehen. Ich plädiere darauf, dass wir jetzt endlich loslegen können. Es wird so darauf gepocht, dass da endlich was passieren kann. Und von daher, die Bedeutung des Freibades ist so wichtig. Wir wissen noch nicht, wie Corona diesen Sommer verändern wird. Aber es wird so sein, dass weiterhin viele Kinder in dieser Stadt schwimmen lernen wollen. Und dann brauchen wir Freibäder. Dann wird das Campusbad und, wenn wir an Glücksburg denken, die Förderlandtherme nicht reichen, um das abzudecken, sondern brauchen wir genau dieses Freibad. Das haben wir schon gemeinsam festgestellt. Deswegen sind wir in diese Planung gegangen. Und deswegen würde ich darum bitten, dass wir zügig vorankommen und dass wir nicht nochmal diesen Schlenker machen über den CDU-Antrag, sondern bei dem Verwaltungsantrag bleiben und jetzt in die Planung gehen. Als nächstes habe ich Ratsherrn Bog, SSW, auf der Liste. Weil sich mir das nicht ganz erschließt. Das klingt für mich ein bisschen so, als wenn die CDU einen ganz anderen Ansatz verfolgt als der Antrag der Verwaltung. Also wenn ich das aber richtig interpretiere, also das ist das, was hier im Raum steht, und wenn ich das aber interpretiere, was Arne gesagt hat, dann soll doch genau das gleiche Ergebnis unten rausfallen. Also aus dem CDU-Antrag, wo das extern vergeben wird, fällt nachher ein Kenntnisstand raus, mit dem wir das Bad sanieren können oder zumindest wissen, was es kostet. So meine Auffassung. Nick mal wenigstens. Okay, danke. Eine Frage an KI einmal. Ich wundere mich über diesen festgedrehten Betrag, der da drin steht. Da steht ja nicht bis zu, sondern da steht für Betrag X, Punkt. Wenn es billiger wird, zahlen wir dann weniger oder ist das egal? Machen Sie das selber intern oder vergeben Sie das extern? Sprechen wir gerade darüber, dass vielleicht am Ende sowieso dieselben Externen das Projekt zugeschoben bekommen und drehen wir es ja einfach nur im Kreis. Also erklären Sie das mal bitte für jemanden, der vielleicht nicht in dem Thema so drin ist, weil wir haben ja leider nicht die Möglichkeit, das in der Fraktion so zu besprechen, wie es hätte sein sollen. Danke. Dankeschön. Gut, da ging noch mal eine Frage an die Verwaltung. Ja, vielleicht einfach laut von. Na gut. Naja. Sehr geehrte Stadtpräsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich werte die Unterschiede so,
dass mit dem Antrag eine Vorprüfung beauftragt wird, der CDU gerne zur Verbesserung, eine Vorprüfung, in welcher Höhe Kosten anfallen. Dann habe ich eine Kostensumme. Der Inhalt einer Vorplanung, das, was wir vorschlagen, ist ganz konkret, oder das Ergebnis wird sein, ganz konkret, das soll gemacht werden. Das heißt, es gibt dann ganz klar ein Maßnahmenpaket, das muss ganz konkret gemacht werden, was das Becken betrifft, das muss ganz konkret gemacht werden, was die Technik betrifft, das muss ganz konkret gemacht werden, was die hochbaulichen Anlagen betrifft, das muss ganz konkret gemacht werden, was die Außenflächen betreffen. Das wird erarbeitet mit externen Firmen, die die Fachexpertise haben, ne? Teilweise auch von uns, wenn wir die Fachexpertise reinbringen können. Teilweise will ich da aber auch die Expertise des Campusbades drin haben, die haben da Techniker. Aber dann ganz konkret, das ist es, mit einer Qualitätsstufe, ich glaube, das ist dann Planungsphase 2 oder so, dass mit einer Qualitätsstufe, das sind die Maßnahmen und die kosten so viel. Und damit kommen wir dann in die politischen Gremien und sagen, okay, Sanierung des Freibads Weiche, mit den Komponenten, mit dem Ausmaß wird so und so viel kosten, ne, wollt ihr es nicht. Das ist das Ergebnis eines Vorplanungsauftrages. Ich werte den Antrag der CDU so, dass es eine Vorprüfung ist. Wir gucken nochmal drauf, was es kosten wird. Damit verbunden, glaube ich, ist aber nicht ganz konkret das Maßnahmenpaket. Weil dieses Maßnahmenpaket muss natürlich erarbeitet werden mit den Akteuren von Freibad Weiche und entsprechenden Fachfirmen. Da sehe ich den Unterschied, aber gerne zur Verbesserung auch nochmal an die CDU-Fraktion. Gut, dazu nochmal habe ich eine Wortmeldung von Ratsherr Kort. Können wir die noch machen? Oder Antrag zur Tagesordnung? Antrag zur Geschäftsordnung mal. Ich beantrage, wir haben ja in den nächsten 2 Stunden rum eine kurze Sitzungsunterbrechung, damit wir uns noch einmal abstimmen können. Gut, ich wäre einverstanden. Gibt es dazu Widerspruch? Sehe ich nicht. Dann unterbrechen wir die Sitzung um 5 Minuten, 10 Minuten. Was brauchen wir? 8 Minuten, gut. So, wenn Sie da hinten auch bitte noch die, jetzt bei der billigen, dass ich Wegplätze einnehmen würden. Jo, Dankeschön. Bevor jetzt die salmonische Lösung hoffentlich vorgetragen wird, begrüße ich noch als Abwechslung von Glenn Dierking als neue Schriftführerin Cynthia Kienas. Herzlich willkommen. Arne Rüstemeier, bitte. Herr Stadtpräsident, meine Damen und Herren, wir ziehen die Vorlage zurück. Herr Brüsselmann hat gerade deutlich gemacht, dass externer Sachverstand eingezogen wird. Und wir glauben, dass wir am Ende mehr in der Hand haben, wenn wir dem Verwaltungsvorschlag folgen. Also insofern können wir der Verwaltungsvorlage zustimmen. Vielen Dank. Gut, dann nehme ich das als Aufforderung, Sie um Ihre Zustimmung, um Ihr Handzeichen bei Zustimmung zu bitten. Das sieht dann einheitlich aus. Dankeschön. Gegenstimmen? Sehe ich keine. Enthaltungen? Auch nicht. Okay, Dankeschön. Damit kommen wir dann zu Tagesordnungspunkt 20. Änderung des Bebauungsplans Elbestraße. Nummer 96, Entwurfs- und Auslegungsbeschluss. Ich verweise auf die Vorlage 16/2020. Gibt es hierzu Wortmeldungen?
Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich bei Zustimmung um Ihr Handzeichen. Das sieht auch einstimmig aus. Ja, Dankeschön. Gegenstimmen? Keine. Enthaltungen? Auch keine. Vielen Dank. Tagesordnungspunkt 21, Sanierungsgebiet Neustadt. Hier geht es um die Werftstraße 3, Neustadt 4, Abbruch Bestandsgebäude mit anschließender Neubebauung. Ich verweise auf die Vorlage Super 18/2020. Ist hier Aussprache gewünscht? Das ist wiederum nicht der Fall. Dann bitte ich bei Zustimmung um Ihr Handzeichen. Nicht ganz. Dankeschön. Gegenstimmen? Keine. Enthaltungen? Sehe ich zwei, dann bei zwei Enthaltungen mehrheitlich angenommen. Ja, herzlichen Dank an dieser Stelle auch an die Presse, die gerade weg ist, den offenen Kanal und die Zuschauer hier im Raum und jetzt zu Hause für das treue Mitverfolgen unserer Ratsversammlung und beschließe hiermit den öffentlichen Teil der heutigen Ratsversammlung.